Hallo und herzlich willkommen zum Kapitel 7. Heute mit veränderter Soundeinstellung. Das Kapitel 7 war ja leider teilweise korrumpiert, war defekt. Vielen Dank nochmal für den Hinweis. Und ich bin jetzt davon weggekommen, meine Aufnahmen mit PowerPoint zu machen. Ich habe jetzt hier ein anderes Programm verwendet, um die Vorlesung aufzuzeichnen. Und mich würde jetzt einfach interessieren, wie sieht es mit der Soundqualität bei Ihnen aus? Ist es besser, ist es schlechter, wenn alles soweit passt und das mit dem Programm soweit für Sie in Ordnung ist, bitte Daumen hoch oder kurz Feedback geben oder eine Mail durchschicken. Und wenn das dann für Sie soweit in Ordnung ist, würde ich zukünftig dann die Aufzeichnung nicht mehr im Access, sondern mit dem Programm mit Camtasia machen. Ansonsten im Kapitel 7, die dies schon angehört haben, gibt es jetzt hier eine vielleicht neuere Version, ein bisschen ausführlichere Erklärung zum Thema künstliche neuronale Netze, bevor wir uns dann in Kapitel 8 mit dem Thema probabilistische Planung beschäftigen. Was Sie hier sehen, sieht aus wie Barack Obama und er hält dort eine Rede. Da die Vorlesung digital ist, habe ich Ihnen das Video einfach in die Playlist zur Vorlesung gepackt. Dort finden Sie das. Sie können sich das aber auch gerne auf YouTube anschauen. Es gibt diese Rede, die ist vom BBC gezeigt worden, von Barack Obama. Und das Besondere dabei ist, diese Person in dem Video verhält sich wie Barack Obama, sie klingt wie Barack Obama, sie sieht aus wie Barack Obama, sie sagt Inhalte, die Barack Obama vielleicht sagen würde, aber es ist nicht Barack Obama und es ist auch kein Mensch, sondern es handelt sich um ein computergeneriertes Abbild von Barack Obama, was vom BBC zusammen mit KI-Forschern erstellt wurde, um zu zeigen, wie mächtig KI mittlerweile ist und welche Möglichkeiten es gibt, Personen zu fälschen. Das hat natürlich super viele Implikationen, wenn man mittlerweile in der Lage ist, Videobeweise, die eigentlich als relativ sicher und fälschungssicher galten, so einfach zu fälschen und Nachrichten von Personen zu erstellen, die hundertprozentig glaubhaft wirken, aber nicht von der entsprechenden Person sind. Wenn Sie sich das Video angeschaut haben, oder auch wenn Sie es nur den Ausführungen gefolgt haben, sehen Sie, dass wir mittlerweile, was das Thema KI angeht, in einer neuen Epoche angekommen sind. Insbesondere neuronale Netze machen Dinge, die wir davor für unmöglich gehalten haben. Sie machen Unglaubliches, sie erlauben uns sogar in einem der schwierigsten Felder von künstlicher Intelligenz, nämlich der Bild- und Videoverarbeitung. Also genau dann, wenn es um komplizierte, unstrukturierte und vor allem große Daten geht, Dinge zu lösen und zu machen, die davor als ja, fast unmöglich angesehen wurden. Und das, muss ich sagen, war nicht immer so, denn eigentlich fing alles, was das Thema neuronale Netzwerke anfing, ganz anders an. Neuronale Netzwerke sind eine sehr alte Technik aus der künstlichen Intelligenz und waren sogar mal lange Zeit fast abgeschrieben. Ja, es gab also echt schwierige Zeiten für diese Methode und für diesen Ansatz. Und sogar einen regelrechten, wenn man so will, AI-Winter, wie es in den Fachtermen heißt. Ja, also die künstlichen neuronalen Netze hatten eine ziemliche Durststrecke. Das ist irgendwie normal in der künstlichen Intelligenz als Forschungsfeld, dass es da häufig Hoch und Tiefs gibt. Aber sie hätten sogar mal fast das ganze Forschungsfeld zum Erliegen gebracht. In dieser Vorlesung geht es jetzt im Grunde darum, nochmal die Grundlagen der Geschichte der künstlichen Intelligenz nochmal zu wiederholen. Zum einen, weil Sie die jetzt viel besser beurteilen können, weil Sie jetzt einen groben Überblick haben über die Algorithmen und Denkweise. Und zum anderen, das auch zu nutzen, um eine ja, wiedergeborene, sehr moderne Methode, die sogenannten künstlichen neuronalen Netze, ausführlich vorzustellen und mit Ihnen zu diskutieren. Die Vorlesung ist fachlich eigentlich eine Untereinheit der Vorlesung 6, dem maschinellen Lernen. Aber weil das Thema künstliche neuronale Netze mittlerweile so wichtig ist und auch in der Praxis eine so große Bedeutung hat, habe ich mich entschlossen, eine eigene Einheit Kapitel 7 zu machen. Wir sind jetzt also in der, ja, so langsam der Moderne der künstlichen Intelligenz angekommen und das heißt, all die Algorithmen und Methoden, die wir jetzt machen, werden so oder so ähnlich tatsächlich auch heute eingesetzt. Auch die aus Kapitel 6 natürlich haben eine sehr große Bedeutung. Aber insbesondere die neuronalen Netze sind zurzeit ein sehr wichtiges und großes Gebiet, weil sie so generisch sind und allgemein anwendbar und vor allem so gut darin, Probleme zu lösen. Das heißt,
wir nähern uns mit Kapitel 7 auch so langsam dem Ende der Vorlesung. Wir haben jetzt noch Kapitel 8 und Kapitel 9 vor uns, das heißt, unser Roadtrip geht noch ein bisschen, aber das Ende ist so langsam in Sicht. Und auch mit der Übung in diesem Kapitel, ja, ich zeige das kurz, hier, Lectorial 5, möchte ich diesen Kreis so langsam schließen. Das heißt, wir wollen jetzt anfangen, wirkliche Agenten zu bauen, die Dinge für uns tun können. Wie beispielsweise Spiele zu gewinnen, ein Auto in der Spur halten oder intelligentes Verhalten in komplexen Umgebungen zu machen, Fahrzeuge auszutarieren, physikalische Probleme zu lösen. Somit machen wir uns jetzt also in zweifacher Sicht oder aus zwei Gründen auf in die Vergangenheit, um eines der spannendsten Kapitel, die es im Feld der künstlichen Intelligenz überhaupt gibt, zu erforschen. Wir haben in Vorlesung 1 über die Ursprünge der künstlichen Intelligenz gesprochen und wenn wir so wollen, oder lassen Sie uns jetzt sagen, dass wir jetzt bereit sind für den Sprung in die Moderne. Sie haben jetzt ein Verständnis von KI, lassen Sie uns eins der spannendsten und vielleicht auch einflussstärksten Felder der künstlichen Intelligenz, die es jemals gab, anschauen, nämlich die künstlichen neuronalen Netze. Künstliche neuronale Netze gibt es als Methode schon recht lange. Es war sogar eine der ersten oder mit der ersten Methoden im Feld künstliche Intelligenz. Die Anfänge kann man grob in den Arbeiten von Warren McCulloch und Walter Pitts verorten, die in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts Experimente im Bereich Neurologie und Physiologie gemacht haben. Ihre Arbeiten wurden motiviert durch Analogien in der Biologie und waren bestrebt darin, biologische Prozesse des Denkens und des Fühlens mathematisch zu modellieren. Ein ganz großer Einfluss kam ganz sicherlich aus einer anderen Disziplin, die damals ähnlich in war, wie es die künstliche Intelligenz vielleicht heute ist. Es gibt immer wieder mal so Phasen in der Wissenschaftsgeschichte, dass bestimmte Disziplinen richtige Hochs erfahren und als Allheilmittel gesehen werden oder gigantischen Einfluss haben. Es war lange Zeit zum Beispiel die Geologie, die ja ist heute vielleicht nicht mehr eine der sexiest Wissenschaftsdisziplinen ist, möchte es keinem Geologen zu nahe treten, als man dann begonnen hat, zum Beispiel Dinosaurierknochen zu entdecken und sich Fragen gestellt hat, wie sah das Leben vor der Menschheit auf dem Planeten aus? Und so gab es dann auch eine Zeit der Kybernetik, gerade so Anfang des letzten Jahrhunderts, Mitte des letzten Jahrhunderts, wo die Kybernetik einfach super in war. Ja, und man auch gedacht hat, ja, das ist eine Lösung für eigentlich fast all unsere Probleme. Und die Grundidee, oder was ist Kybernetik überhaupt? Was ist die Grundidee der Kybernetik? Das ist Systeme mathematisch zu modellieren und dadurch ja kontrollierbar zu machen. Kybernetik bedeutet Regelungstechnik, Steuerungslehre. Und die Idee ist, wir modellieren bestimmte Dinge mathematisch und können sie dann mit Hilfe von Reglern oder Ansätzen, können wir vorhersagen, wie sie sich verhalten oder gezielt beeinflussen, um sie für uns ja sinnvoll einzusetzen. Es sind Anwendungsfelder, beispielsweise wie Börsenkurse, Wärmesysteme, aber vor allem auch Autos. Und ein super bekannter Anwendungsfall der Kybernetik ist, da, wenn Sie mit einem Kybernetiker reden, dann wird er Ihnen das wahrscheinlich auch immer als Beispiel nennen, das ist das ABS, das Antiblockiersystem. Das ist ein von Daimler entwickeltes Patent und das wurde dann auch von Daimler anderen Autoherstellern kostenlos zur Verfügung gestellt, weil das System tatsächlich Menschenleben rettet. Sie kennen das, wenn Sie mit Ihrem Auto irgendwie auf rutschiger Fahrbahn unterwegs sind und Ihr Auto so Geräusche macht und oder Sie über eine rutschige Eisplatte fahren oder eine Kurve zu stark nehmen, dann bleibt Ihr Fahrzeug trotzdem auf Spur. Und früher hätten Sie da wahrscheinlich einen Unfall gehabt, aber mit Hilfe des Antiblockiersystems, also dass die Reifen oder dass Ihr Auto nicht blockiert, können Sie jetzt einfach sicherer fahren. Das heißt, die Kybernetik hat ein Modell entwickelt, das dann in ein Auto eingebaut werden kann und dann ermöglicht, bei rutschiger Fahrbahn automatisiert so zu bremsen, dass sie nicht in den nächsten Graben rutschen. Das heißt, ein System mathematisch beschrieben und dadurch vorhersagbar gemacht und damit auch ja, kontrollierbar nutzbar gemacht. Und da gibt es gewisse Ähnlichkeiten vielleicht auch zur künstlichen Intelligenz heute, ja, weil Kybernetik als solche ist auch eine interdisziplinäre Disziplin, vor allem aber auch mathematisch. Und das ist ja künstliche Intelligenz auch. Man hat sehr viel Erwartung in diese Disziplin gesteckt. Auch heute wird die noch gelehrt. Man kann das sogar studieren in Stuttgart oder Magdeburg. Aber auch teilweise vielleicht zu viel Hoffnung gehabt.
Genauso ist es auch mit künstlicher Intelligenz. Und jetzt aber, um auf den Punkt zu kommen und nicht alles vorwegzunehmen, die Idee, Systeme mathematisch zu modellieren und damit zu kontrollieren, hat auch stark die Biologie und Neurologie zu dieser Zeit, als diese Kybernetik aufkam, stark inspiriert. Und dann hat man diese Denke übernommen, dass es vielleicht möglich wäre, ein einfaches mathematisches Modell zu entwickeln, wie einfache Systeme, also einfaches Denken in einfachen Systemen funktioniert. Und wir sehen hier Walter Pitt, wie er mit einem Frosch Experimente macht aus seinem Labor. In seinem Labor ist dieses Bild entstanden und zeigt einfach, dass er dort auch viele Experimente gemacht hat, tatsächlich auch mit Lebensformen, um diese biologischen Denkprozesse zu verstehen und dann auch modellieren zu können. Warren McCulloch und Walter Pitts haben ein einfaches Modell entwickelt und haben auch gezeigt in ihren Arbeiten, dass dieses Modell alle berechenbaren Funktionen theoretisch auch abbilden kann. Und dass sich auch mit logischen Junktoren, die wir schon aus Kapitel 5, 6 kennengelernt haben, Knowledge Reasoning, einfache Netze realisieren lassen. In den frühen 50er Jahren haben dann Claude Shannon und Alan Turing Schachprogramme programmiert und Marvin Minsky hat den ersten neuronale Netzcomputer sogar entwickelt. Den SNARK ist eher historisch relevant, aber man hat dort die ersten Gehversuche tatsächlich gemacht, künstliche Intelligenz nutzbar zu machen und auch erfolgreich einzusetzen. Und das war auch die Zeit, als unser Urvater der künstlichen Intelligenz, John McCarthy, ins Dartmouth College gekommen ist und dort im Sommer 1956 diesen zweimonatigen Workshop durchgeführt hat, den wir als Geburtsstunde der künstlichen Intelligenz bezeichnet haben. Da waren im Grunde das Who is Who mit dabei, die auch später maßgeblich die wichtigen Entdeckungen machen sollten im Feld der künstlichen Intelligenz, sei es Herbert Simon von Kanchitech oder Minsky und viele weitere, die wir in dieser kurzen historischen Wiederholung uns nochmal näher anschauen wollen. Das Dartmouth College, haben wir gesagt, ist vor allem deswegen wichtig, weil man dort McCarthy zugestimmt hat und ein neues Forschungsgebiet gegründet hat und das Artificial Intelligence genannt hat. Das war vielleicht auch ein bisschen so, um sich abzugrenzen von der Kybernetik. Das ist heute die große Frage, aber wir können sagen, dass hier vor allem der wesentliche Grundstein für die nachfolgenden Entwicklungen gelegt werden, die wir jetzt uns näher anschauen wollen. Neben dem Perzeptron, das Standard Neuron ist, also das Standard Mathematikmodell des biologischen Neurons, gab es natürlich noch viele weitere Vorschläge, wie man dieses Denken, dieses Neuron modellieren könnte. Wir werden uns später auch noch anschauen, wie so ein Neuron aussieht, aber an der Stelle sei einfach gesagt, beispielsweise Bernie Widrow hat das Adeline entwickelt. Das ist auch eine Alternative gewesen zu dem Perzeptron von Rosenblatt. Und es soll einfach nur zeigen, dass sich zwar vielleicht eine Lösung durchsetzt, aber dass es nicht auch andere Ansätze und Überlegungen gibt. Das ist immer so in der Wissenschaft, wie man etwas lösen kann. Und oft sehen wir immer nur das, was sich durchgesetzt hat oder das, was üblich ist, ohne zu sehen, welche weiteren Abzweigungen oder Ideen denn noch möglich gewesen wären. Nach anfänglich sehr beeindruckenden Erfolgen ist dann das Thema künstliche Intelligenz auch in den Medien aufgetaucht. Es ist ein zunehmender richtiger Hype über das Thema künstliche Intelligenz entstanden. Arthur Samuel hat 1952 bei IBM ein Dame-Programm entwickelt, das tatsächlich lernen konnte und nach kurzer Zeit sogar besser als er selbst Dame spielen konnte und ihn in Dame auch regelmäßig besiegte. Das Programm hatte dann 1956 im Fernsehen vorgestellt und hat da einen sehr, sehr starken Eindruck hinterlassen. Die Öffentlichkeit war sehr beeindruckt, die Medien haben sich gegenseitig hochgeschaukelt. Das war der absolute Renner, dass sowas mittlerweile mit Computern möglich ist, dass Computer so gut denken können, dass sie Menschen besiegen können in so komplexen Dingen wie Dame spielen. In der New York Times hat damals Rosenblatt ein Artikel-Interview gegeben, wo er postuliert hat, dass es eigentlich nur noch eine kurze Frage der Zeit ist, bis neuronale Netze in der Lage sind, Bilder zu erkennen und zu verarbeiten, Menschen sogar in noch schwierigeren Spielen wie beispielsweise Schach zu schlagen, als es jetzt Dame war, oder sich sogar selbstständig zu reproduzieren. Ich habe Ihnen hier so ein Beispiel mitgebracht aus so einem Artikel. Hier
was da so geschrieben wurde über die künstlichen neuronalen Netze. Es ist wirklich verrückt, ja. Also, dass die von sich aus auf dem Mond landen, sich selber vermehren, dass es eigentlich nur noch eine kurze Frage der Zeit ist, bis praktisch die Roboter die Weltherrschaft an sich reißen. John McCarthy ging in dieser Zeit ans MIT, hat das MIT Lab gegründet, hat die Programmiersprache Lisp nebenbei erfunden, die später eine der dominierenden Sprachen im Feld künstlicher Intelligenz werden würde, und hat auch gemeinsam mit seinem Forschungsteam ein Advice-Taker entwickelt, ein Programm, was Menschen beim Problemlösen unterstützt. Der konnte dann auch, hatte zum einen allgemeines Weltwissen, konnte aber auch Dinge lösen. Und das war schon eine ziemlich coole Sache für damals. Das heißt, es gab immer wieder beeindruckende Ergebnisse, was die KI alles kann und was sie lösen kann und dass sie dem Menschen in dem oder dem Aspekt überlegen ist. Und diese, ja, Meldungen, vielleicht auch um Forschungsgelder abzugreifen, haben sich zunehmend gehäuft. Computer konnten, war so ein bisschen das Meinungsbild zu dieser Zeit, mathematische Probleme lösen. Und wenn Menschen schon sich mit Mathematik schwer tun und Computer mathematische so Probleme relativ leicht lösen können, dann können doch Computer auch den ganzen Rest noch relativ leicht lernen. Und so scheint es nicht verwunderlich, dass die Erfolge in völlig übertriebene Panikmache auch auf der anderen Seite gegipfelt haben. Das heißt, es gab sehr große Erfolgsversprechen in den Medien. Andererseits hatte man auch große Angst, was diese KI demnächst alles machen würde. Und wenn Sie sich Zeitungsartikel aus dieser Zeit oder Medienberichte aus dieser Zeit anschauen, werden Sie wirklich völlig bunte Blüten sehen, wie das so ausgeartet ist. Dort werden künstliche neuronale Netze mit dem menschlichen Gehirn gleichgesetzt oder es wird versucht, dem Leser den Eindruck zu erwecken, dass künstliche Intelligenz bald selbstständig in der Lage ist, eigene Kinder zu zeugen oder auf dem Mond zu landen. Das Problem, das wir auch heute noch haben, ist an diesen völlig überzogenen Erwartungen, dass das Gehirn bisher als Ganzes einfach nicht verstanden ist. Auch Psychologen, Neurologen wissen nicht hundertprozentig, wie unser Gehirn funktioniert. Somit können die künstlichen neuronalen Netze, die ursprünglich als vereinfachtes Modell des Gehirns gedacht waren, gar nicht auf Basis des Gehirns verstanden werden, höchstens umgekehrt. Und die Methode der neuronalen Netze wirklich zu verstehen, heißt das, dass wir sie vielmehr als Ansatz begreifen müssen oder als eine Verkettung von Funktionen, die für uns hilfreich sein können. Und wenn wir heute wieder in die Medien schauen, scheint sich die Geschichte irgendwie zu wiederholen. Ich habe sie Ihnen mal mitgebracht, ja. Da überreißen sich teilweise Meldungen, dass unser Weltuntergang praktisch bevorsteht, weil die KI schon wieder irgendwas gemacht oder praktisch die Weltherrschaft sich bald an sich reißt. Und auch der ein oder andere bekannte CEO von verschiedenen Unternehmen unterstützt diese Panikmache vielleicht auch noch, um sich selbst in die Öffentlichkeit zu bringen oder was da die Motivation ist, ich weiß es nicht. Aber wenn man den Medien glaubt, ist der Weltuntergang nur noch eine Sache von wenigen Wochen, bevor die KI dann die Menschheit unterjocht. Nach der Hochphase kommt dann oft der Fall, und so kommt es, dass von der ursprünglichen Idee bis heute die neuronalen Netze, aber auch die künstliche Intelligenzforschung als solches, eine Geschichte haben, die immer wieder von Hype und der Illusion geprägt war. Ja, es gab Ansätze, man hat sich da sehr viel erhofft, die sind gescheitert. Dann gab es keine Forschungsgelder mehr, dann sind diese Ansätze recht schnell wieder verdörrt, dann hat man Fortschritte gemacht und dann gab es wieder einen Hype. Und das ist etwas, dieses starke Hype und die Illusion, das ist vor allem in der künstlichen Intelligenz irgendwie an der Tagesordnung. Und eine, wenn man so will, der schwersten Schläge für das Feld war eine Forschungsarbeit von Marvin Minsky und Seymour Papert. Die ist 1969 veröffentlicht worden und war eine ausführliche mathematische Analyse und Diskussion des PZ-Browns. Und ihre Analyse gab Anlass für, sagen wir mal, Ernüchterung, weil sie zeigten oder zumindest belegten, dass das Feld in absehbarer Zeit nicht im Entferntesten das leisten konnte, was von vielen in den Medien behauptet oder sogar erwartet worden war. Oft wird in diesem Zusammenhang, wenn Sie jetzt die Vorlesung Künstliche Intelligenz an einer anderen Uni gehört haben oder wenn Sie in so einen einfaches Lehrbuch reinschauen, wird dann oft nahegelegt oder wird es dann oft damit erklärt, dass es das sogenannte XOR-Problem gibt, also dass sich das Problem der linearen Separierbarkeit, dass Perzeptronen keine linearen separierbaren Probleme lösen können. Das werden wir auch später noch betrachten, also wem das jetzt noch nicht sagt, keine Panik, das schauen wir uns noch an. Aber oft wird gesagt, dass diese lineare Separierbarkeit das große Problem ist und deswegen sind neuronale Netze gescheitert. Das ist aber Quatsch und das stimmt auch nicht,
sondern auch wenn Sie sich die Arbeit näher anschauen, war die Argumentation eine andere. Und zwar wurde gesagt, dass komplexe Probleme eben komplexe neuronale Netze benötigen. Also die Idee, Neuronen zu verschalten, die hatte man schon recht früh, also das ist keine Erkenntnis der Moderne und also war auch dieses Problem der linearen Separierbarkeit nicht das wesentliche Problem. Ja, das gab es, aber das kann man ja lösen, indem man Neuronen zusammenschaltet. Das wesentliche Problem war, dass diese komplexen Netze, die wir heute immer wieder verwenden, damals einfach technisch nicht möglich waren. Die haben eine so große Herausforderung dargestellt, sei es was Rechenleistung und Hardware angeht und Frameworks, dass die Probleme, die damit zwar lösbar gewesen wären, einfach technisch nicht machbar waren. Und ein weiterer Aspekt, der sicherlich dann auch zu diesem AI-Winter beigetragen hat, war, dass dann eben dieses mangelnde Verständnis und auch Missverständnisse oder auch vielleicht gewollte Missverständnisse, um Fördergelder abzugreifen, sehr viel Enttäuschung verursacht hat. Vor allem von Leuten, die sehr viel Hoffnung mit wenig Verständnis für die Methode der neuronalen Netze kombiniert haben. Fast den Todesstoß hätte es dann gegeben, dank eines Herrn James Lytle. Lytle ist der Sohn eines deutschen Mineningenieurs, der in die USA ausgewandert ist und nach England ausgewandert ist und während des Ersten Weltkriegs dann seinen Namen geändert hat, um antideutschen Vorurteilen zu entgehen. Der hieß nämlich Lichtenberg. Und dieser Professor James Lytle war Vorsitzender eines Komitees in Großbritannien, das im Auftrag der British Science Research Councils die Aussichten der künstlichen Intelligenz beurteilen sollte. Und der sogenannte Lytle Report war das Ergebnis dieser Analyse und der kam zu einer sehr kritischen Einschätzung, was künstliche Intelligenz und die Forschungsvorhaben in diesem Feld angeht. Und hat im Grunde abstrakt gesagt, dass KI nicht in absehbarer Zeit dazu in der Lage ist, was sie so verspricht und dass das eigentlich Geldverschwendung ist. Und das hatte dann zur Folge, dass die staatliche Unterstützung für künstliche Intelligenz in Großbritannien eigentlich komplett zusammengestrichen wurde. Es gab dann nur noch zwei Universitäten, die ein bisschen KI-Forschung betrieben haben und die restlichen Gelder sind alle gekürzt worden. Also auch wenn es eine dunkle Zeit war und auch insbesondere in Großbritannien die Forschung herbe Rückschläge einstecken musste, gab es doch einzelne Wagemutige, die weitergemacht haben, vor allem in den USA. Und da sind zum Beispiel Newell und Simon zu kennen, ja, der, den wir auch schon bei der Dartmouth-Konferenz kennengelernt haben, die einen Logical Theorist oder den General Problem Solver programmiert haben. Das waren Systeme, die menschliche Vorgehensweise beim Problemlösen simulieren. Und das System war eigentlich ganz gut, das konnte Passes lösen und ging beim Aufstellen von Unterzielen planmäßig vor, hat ähnliche Lösungen wie Menschen produziert, aber war ja eher dem Bereich der Kognitionswissenschaften jetzt als dem Feld der Informatik zuzuordnen. Und unser großer Urvater der künstlichen Intelligenz, McCarthy, hat zusammen mit Marvin Minsky weiter probiert, künstliche Intelligenzen zu erforschen und zu bauen. Und hat gemeinsam mit ihm am MIT die Systeme weiterentwickelt. Die haben sich aber zunehmend von dem Feld der formalen Logik entfernt und der formalen Wissensrepräsentation und haben auch zunehmend, wenn man so will, fast einen antilogischen Standpunkt eingenommen. McCarthy haben sich also weiterentwickelt in ihrer Denke und McCarthy ist dann 1963 nach Stanford gegangen, hat dort eine AI Lab gegründet und das zeigt auch, dass wir es immer mehr Universitäten dann auch hatten, die dann doch wieder eigene Labs und Forschungsinstitute für künstliche Intelligenz gegründet haben. Nach einigen Hoch und Tiefs hat sich das Gebiet dann wieder konsolidiert. Und man kann sagen, es haben sich auch wieder die ersten wirklich großen Erfolge eingestellt. Das ist vor allem aufgrund von zwei Dingen passiert. Das eine war, wir haben eine zunehmende wirtschaftliche Nutzung von künstlicher Intelligenz und einen ersten großen Fortschritt im Bereich der künstlichen neuronalen Netze. Also erstens, so gab es vor allem eine Phase der wirtschaftlichen Nutzbarmachung von künstlicher Intelligenz. Das erste erfolgreich kommerzielle eingesetzte Expertensystem wurde verkauft. Das R1, je nach Quelle, wurden damit pro Jahr grob 40 Millionen eingespart. Und immer mehr Firmen haben das dann als Anlass genommen, ihre eigene AI-Gruppe, ihre eigene Fachabteilung für künstliche Intelligenz zu gründen.
1981 wurde in Japan das Fifth Generation Project angekündigt. Das hatte vor, mithilfe von Prolog-Maschinen natürliche Sprache in vollem Umfang verarbeiten zu können. Das Projekt hat nicht wirklich funktioniert, aber das zeigt schon, dass was Google Translate heute macht oder Lingui oder DeepL oder die ganzen Sprachverarbeitungstools, dass die nicht, dass das nicht Ideen von heute sind, sondern dass schon sehr früh auch Menschen probiert haben, dieses Problem anzugehen und da auch sehr viel Geld investiert haben. In den 80er Jahren sind dann wirklich so die ersten reinen KI-Firmen entstanden, beispielsweise die Carnegie Group, Inference Corporation, Intellicorp, TechKnowledge und wie sie alle hießen. Die haben Expertensysteme gebaut, die haben mithilfe von Knowledge Reasoning künstliche Intelligenzen ja, entwickelt, programmiert. Und es gab reine Firmen, die Hardware oder Tools für diese Expertensysteme gebaut haben, wie beispielsweise Lisp Machines oder Texas Instruments, den Sie alle aus der Schulzeit von Ihrem Taschenrechner kennen, Symbolics oder Xerox, die später auch die Computermaus oder die objektorientierte Programmierung entwickeln sollten. Diese Firmen haben Workstations gebaut, die haben Schulung gegeben und haben auch Tools, die ganz speziell für die Verarbeitung von Lisp zugeschnitten waren, bereitgestellt. Es wurden außerdem die ersten wirklich sinnvollen industriellen Robotersysteme entwickelt und wenn man sich die Zahlen anschaut, sieht man, dass das wirklich die Zeit war, wo künstliche Intelligenz in der Industrie angekommen ist. Allein die Umsätze sind von ein paar Millionen im Jahr 1980 auf 2 Milliarden gegen Ende der 80er Jahre angestiegen. Der zweite Punkt ist, dass trotz des Rückschlags in der Forschung durch das Buch von Minsky und Papert und dem Lighthill Report, die Arbeiten an neuronalen Netzen trotzdem weitergehen. Auch an anderen Bereichen wie den Entscheidungsbäumen, aber auch an Bereichen, die nicht so vielversprechend waren. Sie wurde hauptsächlich getrieben von Physikern und Psychologen, beispielsweise Rummelhardt und Hinton. Mitte der 80er Jahre wurde der Backpropagation-Algorithmus wiederentdeckt und auch viele Lernprobleme in der KI und der Psychologie angewandt. Auch den werden wir uns in dieser Vorlesung noch näher anschauen. Eine der wichtigsten Forscher auf dem Gebiet ist zweifelsohne David Rummelhardt, den wir hier sehen. Das ist ein Psychologe, der eigentlich die maßgebliche Grundlagenforschung dafür gemacht hat, dass wir heute neuronale Netze und Deep Learning wirklich sinnvoll einsetzen können. Viele seiner Doktoranden sollten auch später sehr erfolgreiche Forscher werden im Bereich künstliche Intelligenz. Und wenn man so will, kann man ihn als Art modernen John McCarthy bezeichnen. Ein wesentlicher Meilenstein ist sicherlich sein Sammelband Parallel Distributed Processing, das er gemeinsam mit McClelland geschrieben hat, 1986, und das auch schon damals ganz großes Aufsehen erregt hat, weil es die neuronalen Netze auf einmal wieder anwendbar, modern und interessant gemacht hat. Neuere Entwicklungen und erfolgreiche Anwendungen, die ihre Ursprünge Ende der 80er Jahre genommen hatten, haben dazu geführt, dass wir jetzt eine neue Art von künstlicher Intelligenzforschung und Anwendung haben. Vor allem gekennzeichnet durch eine stärkere Hinwendung zur Anwendbarkeit ist es jetzt so, dass die künstliche Intelligenz viel mehr präsenter ist, auch in unserem Alltag. Wenn man sich die Paper seit der Jahrtausendwende anschaut, wird man recht schnell erkennen, dass es jetzt eher Entwicklungen sind auf der Basis existierender Theorien, als dass man neue abstrakte Theorien entwickelt, wie künstliche Intelligenz funktioniert. Es geht jetzt mehr darum zu demonstrieren und welche Relevanz neue Ansätze haben als an oder für reale Anwendungen haben, als jetzt an irgendwelchen Spielproblemen zu arbeiten. Ja? AI wird und ist Alltag und man kann damit tatsächlich Geld verdienen. Künstliche Intelligenz löst zunehmend reale Probleme. Und egal, wen Sie in dieser Zeit auf der Straße fragen, immer mehr Menschen wissen auch mit dem Begriff künstliche Intelligenz mittlerweile was anzufangen. Ein wesentlicher Meilenstein ist auch, dass wir eine zunehmende Verfügbarkeit von Tools und Daten und Datenbanken haben. Es gibt mittlerweile freie Programmbibliotheken, um künstliche Intelligenz zu trainieren und zu testen. Sie können sich einfach Python auf dem Rechner installieren, um kleine künstliche Intelligenzen zu bauen. Und eine der wichtigsten und bekanntesten Datenbanken oder Meilensteine oder Tools, die da gebaut wurden, ist das ImageNet Project von Professor Lee, die wir hier in dem Bild sehen. Die ist Professorin in Stanford und hat mit ihrem Team eine super große Non-Profit-AI-Datenbank und Wissensbasen aufgebaut, die es ermöglicht haben, ganz vielen Forschern tatsächlich jetzt ihre künstlichen Intelligenzen auf echten Daten zu trainieren und echtes Wissen
relativ unkompliziert einzuspeichern. Und damit hat sie einen wesentlichen Grundstein für die moderne künstliche Intelligenz gelegt. Neben Frau Fei-Fei Li gibt es aber auch ziemlich bahnbrechende Vorschläge von anderen, wie beispielsweise Herrn Ngu, den wir schon kennengelernt haben, ganz zu Beginn im Kapitel 1, wenn Sie sich erinnern. Der hat nämlich ein sehr wichtiges Paper geschrieben, wo er mit seinen Kollegen Raishat Rainan und Anand Madhavan vorgeschlagen hat, künstliche Intelligenz nicht auf klassischen Arbeitsspeichern, sondern auf Grafikkarten zu trainieren und damit schneller und besser zu lernen. Und damit hat er sicherlich auch dafür gesorgt, dass Nvidia neben Grafikkarten mittlerweile eine der wichtigsten Firmen im Bereich künstliche Intelligenz ist und eigentlich auch nicht mehr wegzudenken ist. Insbesondere zwei wesentliche Fortschritte haben dann das neue Zeitalter der künstlichen Intelligenzforschung eingeläutet. Das sind zum einen, dass wir sehr viele Fortschritte gemacht haben, was künstliche neuronale Netze angeht, unter anderem Herr Hinton zu verdanken, den wir hier sehen, aber auch vielen anderen seiner Kollegen. Und dass wir jetzt auch die technischen Möglichkeiten haben, künstliche neuronale Netze wirklich zu erforschen und zu bauen. Zum einen ist die Rechenpower, danke an Google, Amazon, Microsoft Cloud Services, kein Problem mehr. Das erlaubt nämlich jetzt selbst kleinen Unternehmen, sehr mächtige Rechenzentren zu mieten und ihre persönliche künstliche Intelligenz zu bauen. Ich erinnere mich noch, ging nicht immer so leicht und war auch sehr aufwendig. Zum anderen aber haben wir sehr große Fortschritte gemacht, was künstliche neuronale Netze angeht. Und da hat es insbesondere ein neues Feld gegeben, das nennt sich Deep Learning. Und auch das werden wir hier in der Vorlesung uns näher anschauen. Aber nehmen Sie mit, dass wir auch hier einen wirklichen Paradigmenwechsel hatten, der zum einen technisch als auch forschungsmäßig bedingt war. Neuronale Netze können oder machen nun ganz viele Anwendungen, die vor kurzem nicht denkbar waren. Wobei sich auch hier so langsam, ist mein Gefühl jetzt, nur ein Gefühl, wieder ein Hype bildet. Und ich hoffe halt, dass das nicht um den Preis ist, dass sich vielleicht wieder bald eine Enttäuschung einsetzt oder es wieder einen neuen Lighthill Report gibt, der sagt, das ist alles gar nicht möglich, weil wir die Grenzen der Technologie, die wir nutzen, nicht einschätzen können. Und auch wenn die künstliche Intelligenzforschung mittlerweile deutlich anwendungsbezogener ist, ist es so, dass wir von den Spielen und abstrakten Beispielen nie wirklich losgekommen sind. Auch bis heute nicht. 1989, mein Geburtsjahr, wurde erstmals ein Schachgroßmeister Arnold Decker von einer künstlichen Intelligenz geschlagen. Von dem Schachprogramm Hightech. Und mittlerweile, ich bin jetzt über 30 Jahre alt, ist es so, dass wir so große Fortschritte gemacht haben, dass es im Schach oder auch in irgendeinem anderen Spiel eigentlich nicht mehr der Fall ist, dass ein Mensch noch eine Chance hat gegen eine KI. Und vor allem das, oder ein wesentlicher Grund, sind die neuronalen Netze. Und genau die möchte ich mit Ihnen jetzt gemeinsam in diesem Kapitel näher anschauen. Nachdem wir also grob verstanden haben, woher die künstlichen neuronalen Netze bzw. die Ursprünge das Gebiet der künstlichen neuronalen Netze liegt und wie es mit dem Feld der künstlichen Intelligenz verwoben ist, wollen wir uns jetzt dem Problem aus unserem Beispiel zuwenden, nämlich der Frage, wie wir die Neuronen oder das Neuron, was wir uns gebaut haben, lernen lassen können. Und wir haben ja gesehen, das hängt irgendwie von den Gewichten ab und dass die Gewichte eventuell noch eine größere Rolle spielen, die wir ja nutzen, um die Eingaben in das Neuron der Wichtigkeit nachzuordnen. Aber wie lernt so ein Neuron jetzt? Und vor allem, wie können wir dieses Lernen mathematisch beschreiben? Und das ist genau das, worum es in diesem Kapitel geht. Wie kann ein Perzeptron lernen? Und die Antwort auf die Frage ist, dass ein Neuron lernt, indem es lernt, dass die Gewichte sich ändern. Je nachdem, wie stark das Ergebnis von dem erwarteten Ergebnis abweicht, ändert es die Gewichte. Und das ist wieder angelehnt an die biologische Realität, wo man glaubt, dass Lernvorgänge mit den Verbindungen zusammenhängen, also dass neue Verbindungen entstehen. Und dieser Algorithmus, der die Gewichte anpasst, da ist hier zu sehen, dass der sogenannte Perceptron Learning Algorithmus. Und der Lernalgorithmus Neural Network Learning geht von zufällig ausgewählten Gewichten in einem Perceptron aus und die Gewichte, die kann man jetzt alle 0 setzen oder zufällig kleinen Werten vergeben. Und das Problem ist, wenn man die jetzt alle auf 0 setzen würde,
und dann immer die gleichen Trainingsbeispiele kriegt, kriegt man immer dasselbe Ergebnis. Also es ist vielleicht besser, die eher mit zufällig klein werden zu initialisieren. Neuronale Netze können sich manchmal verirren. Und daher ist es auch besser, wenn man die Gewichte nicht fix zuweist, sondern wenn man jeden Durchlauf mit einem neuronalen Netz mit einem anderen zufällig initialisierten Gewichtsset macht, damit man dieses Verirren eben reduzieren, ja, kann. Also je nachdem, ob Sie eher Zufall wollen oder Ihre Ergebnisse vergleichen können, ist es halt dann elementar, wie Sie Ihre Startgewichte initialisieren. Und diese Gewichte werden dann schrittweise verändert. Das ist hier dargestellt. Ja, und zwar so, dass die Ausgabe bei den vorgelegten Beispielen an die gewünschte Ausgabe angepasst wird. Und dieser Anpassungsschritt muss für jedes Beispiel mehrere Male wiederholt werden, um Konvergenz zu erzielen. Und der Lernprozess wird dazu meist in sogenannte Epochen aufgeteilt. Und in jeder Epoche wird für jedes Beispiel eine Anpassung durchgeführt. Die Regeln für das Aktualisieren der Gewichte, das ist die sogenannte Lernregel, und die ist für unser Perzeptron in unserem Fall relativ einfach. Es wird einfach die Abweichung zwischen Vorhersage und Sollwert berechnet und das Perzeptron kriegt Rückmeldung, wenn was nicht stimmt, und passt dann die Gewichte entsprechend an. Ja, das ist hier zu sehen. Entweder wird es drauf addiert oder es wird abgezogen. Und das ist schon der ganze Spaß. Das ist eine sehr einfache Lernregel. Und wir haben hier auch eine sehr einfache Lernfunktion, da gibt es dann wirklich komplexere. Aber für den Anfang ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit, unser Perzeptron lernen zu lassen. Geometrisch können Sie sich das vielleicht so vorstellen. Ich finde das immer ganz nett, wie gesagt, auch im Kapitel Machine Learning, wenn man ein geometrisches Bild dazu hat, was hier passiert ist, dass unser Perzeptron ja eigentlich nichts anderes macht, als dass es eine Hyperebene hier durch den Raum legt und den Raum dann praktisch in zwei Teile oder mehrere Teile, in unserem Fall zwei Teile aufteilt, die Ergebnisse praktisch voneinander separieren. Und in einem 2D-Beispiel ist es halt eine Gerade und wenn es dann 3D wird, wird es eine Ebene bzw. dann eine Hyperebene. Und das ist so die Idee dahinter. Das heißt, wir probieren jetzt so eine Trennung durch den Raum zu legen, der durch unser Perzeptron dann repräsentiert wird. Und wie funktioniert das jetzt mit den Gewichten? Wie werden die angepasst? Nehmen wir jetzt wieder hier unser Beispiel von vorhin mit dem Taycan und dem Model S. Wir haben hier wieder unsere zwei Features. Und die große Frage ist jetzt hier bei unserem Neuron, das lernen soll, Autos zu kaufen. Wie können wir die Gewichte, die ich jetzt vorher einfach mal geraten habe mit minus 0,5 und 0,5, wie können wir die lernen? Also wie können wir dem Perzeptron diese Gewichte selber sich erarbeiten lassen? Und dazu haben wir den Perzeptron-Lernalgorithmus, den wir gerade gesprochen haben, und den würde ich jetzt gerne mit Ihnen mal anwenden. Wir initialisieren jetzt unser Netzwerk mit zufälligen Gewichten. Es können wirklich zufällige Zahlen nehmen, es ist egal, was Sie nehmen. Sie können jetzt hier auch andere Gewichte reinschreiben und uns damit durchrechnen. Ich habe jetzt hier einfach mal der einfach halber die Hälfte von 0 und 1 genommen, also 2 mal 0,5. Das ist völlig egal. Ja, das ist einfach nur ein Beispiel. Also unsere Initialisierungsvektoren sind ein halb und ein halb. Und was jetzt passiert ist, dass wir unserem Perzeptron eines der beiden Trainingsbeispiele, in echt sind es natürlich mehr, zufällig übergeben. So, also wir haben jetzt zufällig das zweite ausgewählt, das Tesla-Beispiel, und aggregieren das jetzt auf. Das wäre dann die Gewichte mit den Eingabewerten zu multiplizieren. Das heißt 0,5 mal 1 plus 0,5 mal 0 ergibt 0,5. Und 0,5, wenn wir das in unsere Aktivierungsfunktion stecken, bekommen wir 1 zurück. Ja. Und jetzt ist das gleiche ein Fehler, wunderbar, weil die richtige Antwort in diesem Fall wäre 0 gewesen. Das heißt, unsere Lernregel greift, die Gewichte werden geupdatet, und zwar um den Fehler in unserem Fall 1, also W0 wird um minus 1 abgezogen, das heißt, wir landen bei 0,5. Und wir updaten auch unser anderes Gewicht und da landen wir bei 0,5.
So, dann kommt die nächste Runde. Da wurde jetzt der Taycan zufällig ausgewählt. Wir stecken den Taycan in unser Perzeptron. Das wird dann wieder miteinander verrechnet. Also minus 0,5 mal 1 plus 0,5 mal 1, das ergibt 0. Stecken das in unsere Aktivierungsfunktion. Yay, jetzt haut's hin. Die feuert nämlich eine 1 zurück und 1 ist auch die korrekte Vorhersage. Also das hat schon mal geklappt. Kein Update notwendig. Wählen wir es wieder zufällig 1 aus. Oh, Überraschung, es ist der Tesla. Gewichten wir die Eingabevektoren mit den Eingabevektor mit unseren Gewichten. Und dann kriegen wir eine 0,5 raus, stecken die in unsere Aktivierungsfunktion. Die feuert uns eine 0 zurück. Und die 0 ist richtig. Also perfekt, unser Algorithmus ist konvergiert. Unser Perzeptron hat die Gewichte selbstständig gelernt. So, jetzt hatten wir aber das Problem mit dem BMW i3, dass der noch dazugekommen ist. Und nach wie vor, es sind ja die gelernten Gewichtsvektoren, die wir jetzt gemacht haben, die sind jetzt ja nicht in der Lage, diesen BMW 3 zu berücksichtigen. Und das ist genau das Problem, nämlich, dass unser Perzeptron jetzt nicht in der Lage ist, praktisch den Taycan und den BMW i3 voneinander zu trennen, sondern es müsste, das ist jetzt, nehmen wir mal eine andere Farbe, einen Moment, nehmen wir es blau, das müsste ja eigentlich die hier vielleicht alle in eine Gruppe stecken oder ja. Also das ist so ein bisschen jetzt die Herausforderung, wie können wir das jetzt unserem Perzeptron beibringen? Weil das genau die Herausforderung ist. Und eine Lösung ist, was man da macht, ist statt Aktivierungsfunktionen mit einem Schwellenwert zu verwenden, sind Forscher in dem Bereich jetzt auf die Idee gekommen, hey, lasst uns doch einfach welche ohne Schwellenwert verwenden, stattdessen noch eine zusätzliche Eingabe mit Gewicht einbauen, sogenannten Bias. Und dadurch wird das Lernen im Netz einfacher. Denn man muss nur noch die Gewichte verändern und nicht Gewichte und Schwellenwerte. Das heißt, die zusätzliche Eingabe hat dann die konstante Aktivierung von 1. Ja, das ist hier dann zu sehen, der Bias. So. Und das zusätzliche Gewicht, das nennen wir es mal im W0, dient dann zusammen mit der Aktivierung als Schwellenwert, wenn W0 vorliegt. Das heißt, man kann jetzt für alle Einheiten einen festen Schwellenwert 0 verwenden und die zusätzliche Eingabe kam netz durch eine spezielle Einheit, das ist eben dieser Bias, die eine Kante zu jeder anderen Einheit hat, aber keine Eingabekante besitzt, realisiert werden. Also wir haben jetzt, wenn wir unser Neuron hier vorstellen, haben wir es hier diese zwei klassischen Gewichte und dann haben wir hier jetzt noch so einen sogenannten Bias, der dazu kommt und der ist aber dann steht für sich. Und ist nicht mit anderen gegebenenfalls nochmal verbunden, während unsere Neuronen hier durchaus auch wiederum dann theoretisch mit anderen Eingabevektoren verbunden sind. Das können Sie sich so vorstellen, dass wir jetzt hier eben unser Perzeptron haben und ja bisher einfach nur sagen wir mal, den Winkel verändern konnten, wie dieses Perzeptron liegt. Und mit Hilfe von dem Bias sind wir jetzt geometrisch in der Lage, das Ding nach oben oder nach unten zu schieben. So, das bedeutet dann, wenn wir uns jetzt unser Beispiel von gerade nochmal anschauen, wir haben eine aktualisierte Architektur für unser neuronales Netzwerk. Ich habe jetzt hier mal die Farbe wieder auf Rot gesetzt, finde die ein bisschen besser zu sehen. Und wir wollen jetzt hier praktisch eine Gerade hier auf der Höhe hier durch den Raum legen. Also wir wollen jetzt in der Lage sein, dass unser Neuron den Taycan von den anderen Autos trennen kann. Und das Ganze funktioniert dann wie folgt. Wir fügen einfach noch diesen Bias-Term in unseren Gewichtsvektor ein. Das ist hier zu sehen, beziehungsweise hier ist die Spalte zu sehen. Und ansonsten ändert sich eigentlich nichts an unserem Algorithmus und der Modellierung. Ja, wir haben jetzt hier einfach nur noch so einen Bias-Neuron mit dazu genommen, der uns erlaubt, eine bisschen clevere Linie durch den Raum, eine Hyperebene zu bauen. Und in unserem Fall, wie gesagt, geht es darum, schauen wir uns nochmal die Lernregel an, haben jetzt hier ein neues Trainingsbeispiel mit dazu genommen
Und unser Ziel ist es jetzt, ein Perzeptron zu bauen, was den Taycan von den anderen Autos trennt und die anderen Autos korrekt vorhersagt. Dazu wenden wir die Lernregel wieder an. Unsere Startgewichte werden zufällig initialisiert, der Bias dann natürlich mit 0. Und stecken dann ein zufälliges Lernbeispiel rein. Oh, der Taycan wurde ausgewählt. Und das sehen wir dann relativ schnell, wenn wir das dann verrechnen. Also 0,5 mal 1 plus 0,5 mal 1 plus 0 mal 1, das ergibt 1. Schauen wir unsere Heaviside-Funktion an. Wenn da eine 1 reinkommt, feuert der auch eine 1 zurück. Gewollt ist aber eine 1, also das passt soweit, müssen unsere Gewichte nicht anpassen. Stecken wir jetzt aber den Tesla rein, sehen wir recht schnell, dass hier wieder Bullshit rauskommt. Das heißt, 0,5 mal 1 plus 0,5 mal 0 plus 0 ergibt 0,5. 0,5 feuert uns aber die 1 zurück und hier wollen wir ja eine 0 haben. Das heißt, wir müssen unsere Gewichte wie gewohnt aktualisieren und aktualisieren jetzt aber auch unser Bias-Neuron. Wenn wir jetzt den BMW i3 reinstecken, kommen wir auf minus 1. Und minus 1 ist kleiner 0, das heißt, er feuert hier die 0 und hat dann den BMW i3 gleich schon korrekt gelernt. Und so würde man jetzt weiter mitverfahren mit der sogenannten Bias-Regel. Und wie wir sehen, ist also die Lernregel, also die Art und Weise, wie gelernt wird. Das heißt, diese Lernregel, wie die Gewichte aktualisiert werden, elementar. Ja, in unserem Fall wurde mal der Bias, mal ohne Bias gelernt, aber es ging immer darum, dass wir diese Lernregel haben in dem Perzeptron und die hat einen maßgeblichen Anteil daran, wie die Gewichte aktualisiert werden und damit auf unseren Lernvorgang als solches. Es gibt es neben der einfachen Boolschen Lernregel natürlich noch viele weitere, die man verwenden kann. Ja, das war jetzt hier nur ein Beispiel, wie wir es in unserem Perzeptron Lernalgorithmus hatten. Man könnte auch zum Beispiel den sogenannten Arrow Term Learning verwenden als Lernregel. Da würde jetzt sozusagen die Differenz zwischen dem geschätzten und dem tatsächlichen Wert würde da angepasst werden. Bei unserer Boolschen Lernregel ist das eben immer 1 oder 0. Das heißt, das ist jetzt keine so große Änderung, aber hier beispielsweise beim sogenannten gewichteten Lernen gibt es, oder auch Delta Rule, gibt es jetzt hier einen Lernparameter. Und der sagt uns jetzt, okay, wenn was schief läuft, wie stark soll ich denn die Gewichte aktualisieren? Also es kann ja auch einfach sein, stellen Sie sich große Datenmengen vor, dass wir da so Fehler, Ausreißer, Messungenauigkeiten haben. Jedes Mal, wenn da jetzt so eine Abweichung wäre, soll er die ganzen Gewichte hart updaten, das wäre jetzt natürlich falsch. Das heißt, mit dieser Lernregel können wir sagen, wie stark neue Änderungen in das Lernen einfließen sollen, wie stark sich das Neuron an Änderungen anpassen soll. Das Spannende ist, oder vielleicht fange ich so rum an, die komplizierteste Lernregel, die es gibt, ist diese Delta-Regel. Und die geht auf Rosenblatt zurück. Der hat die in einer leicht abgeänderten Version damals auch bei seinem Paper mit der Perzeptron-Lernregel vorgestellt. Und Rosenblatt beweist in seinem Papier auch, das ist eigentlich ganz interessant, dass diese Lernregel gegen eine Menge von Gewichten konvergiert, die die Beispielmenge korrekt repräsentiert, sofern die Beispiele eine linear separierbare Funktion repräsentieren. Das bedeutet, dass wir mit dieser Lernregel eigentlich alles hinbekommen, was wir wollen, solange es ein linear separierbares Problem ist. Das heißt, bisschen schwierigeren Problemen, als wir es jetzt gerade mit dem Auto haben, kriegen wir das mit der Lernregel gelöst, auch wenn das numerische Probleme sind. So, wir haben jetzt eigentlich das ganze Handwerkszeug, was wir brauchen, um dieses Perzeptron jetzt tatsächlich selber mal zu programmieren. Das heißt, wir wissen, was Lernen ist, was eine Lernregel ist. Wir haben auch den Algorithmus ausführlich besprochen und habe jetzt hier für Sie ein einfaches Coding-Beispiel vorbereitet, wo wir das Perzeptron selber mal programmieren wollen. Also schauen wir uns das Ganze an, wie das Ganze mit Python funktioniert und machen dann weiter mit unserer Vorlesung. So, hallo, willkommen beim Coding-Teil. Wir wollen uns jetzt zusammen einmal so ein künstliches Perzeptron, im Optimalfall das Perzeptron aus der Vorlesung bauen. Und die Grundidee ist jetzt folgende.
dass wir die Beispiele aus Aufgabe 3 mit Hilfe unseres eigenen Perzeptrons nachrechnen, nachevaluieren. Jupyter Notebook kennt der ein oder andere vielleicht schon von Ihnen, ansonsten einfach in der Anaconda die nochmal aufmachen und gucken, das ist da auf jeden Fall mit dabei. Und das erlaubt uns eben, unseren Code mit Hilfe von Auszeichnungen lesbarer, wartbarer zu machen. Also in der Praxis werden Sie das auch verwenden. Sie bauen in Ihrer IDE, schreiben Sie Code und wenn Sie den ausliefern, gerade an Anwender, die nicht so fit sind in Python, wollen die oft ein Notebook dazu haben, wo sie einfach so die Kernschritte ihrer Analyse einfach nochmal klarer machen können, aufzeigen können, was da so die Zusammenhänge sind. Gerade wenn sie Einsteiger sind oder fremden Code lesen, da helfen ihnen solche Notebooks auf jeden Fall weiter. Diese Notebooks haben daher auch zwei Arten von Zellen. Einmal sogenannte Markdown-Zellen, mit deren Hilfe sie Überschriften und Text setzen können. So, dann haben wir eine wunderbare Überschrift. Und eigentliche Code-Zellen, also beispielsweise sowas, die dann mit Hilfe des Run-Befehls ausgeführt werden können. Wir fangen jetzt damit an, dass wir uns erstmal die wichtigsten Funktionalitäten dazu buchen. Und das ist NumPy. Das ist eine Bibliothek, die jede Menge Sachen enthält, wenn es um das Thema Vektorrechnung geht. Also alles im Grunde, was man so was wir Machine Learning machen, da werden Sie am Ende des Tages sich irgendwie NumPy holen müssen, wenn Sie das manuell nachprogrammieren. Genau, wir holen uns NumPy rein. So, und führen das aus und fangen dann an mit den eigentlichen Perzeptron. So, ich würde das jetzt machen wie in der Schule, dass wir als erstes mal das definieren, was wir brauchen. Da wir jetzt unser Perzeptron, die Stadtgewichte, nicht zufällig initialisieren, sondern weil wir ja gesagt haben, wir wollen das Beispiel aus der Vorlesung jetzt mit unserem eigenen Perzeptron nachrechnen, müssen wir die Stadtgewichte manuell festlegen. Das heißt, unsere Stadtgewichte sind ein Vektor, ein NumPy-Array und da haben wir zum einen den Bias, der ist 0 in unserem Fall und 0,5 und 0,5. Also das ist der Bias und die Weights. Sie erinnern sich, in der Vorlesung hießen die klein b, W0 und W1. So, das ist unser Vektor mit den Startgewichten. Dann brauchen wir die kleinen x, die wir in dem Trainingsset groß x zusammenfassen wollen. Das ist ein mehrdimensionales Array, auch unter dem Namen Matrize bekannt. Und das besteht jetzt aus einer Zeile. Das hier ist unser Taycan. Dann gibt es die Zeile Tesla. Und dann unseren BMW. So, genau. Und auch hier wieder der Hinweis, das sind jetzt die Daten aus dem Beispiel 3. Wir haben unsere Stadtgewichte. Hier ist der Bias, x1, x2. Wir haben unseren Bias, unsere Ausprägung von x0, x1, w0, w1. Und das hier ist dann unsere Klasse, kaufen, nicht kaufen, nicht kaufen. Ja, das sind praktisch die Daten, die wir dann haben. Wir können da auch einfach mal reinschauen. So, Kommentar für Sie dazu gepackt. Also der Taycan, das war die erste Zeile in unserem Datenset, also x0. Gib uns den mal aus. Run. Ups. Ah ja. Wir müssen natürlich erst das hier ausführen. Und Taycan muss man auch noch richtig schreiben. Klassischer Fehler. So. Ja. Also
Wir haben unser Datenset mit der ersten Zeile, der zweiten Zeile und der dritten Zeile und geben die dann aus. Ja, wenn Sie diese hässliche Python-Ausgabe nicht wollen, können Sie auch eine Print-Funktion drumherum packen. Dann sieht das ein bisschen schöner aus, weil dann werden nur die Werte ausgegeben. Zack. Ist aber definitiv nicht notwendig. So, jetzt wird es wirklich spannend. Im nächsten Schritt werden wir unser Perzeptron bauen. So, das ist wieder eine Markdown. Zuck. So, ich würde einfach mal damit anfangen, Ihnen vorschlagen, wir fangen mal damit an, dass wir unser Perzeptron, dass wir erstmal das grobe Skelett bauen. Ja, also dass wir uns jetzt kurz überlegen, welche Funktion braucht das Ding und wie können wir die befüllen. Das heißt, wir haben eine Perzeptron-Klasse, die wir bauen wollen, ein Objekt sozusagen, was dann am Ende bei rauskommt. So. Und zum einen brauchen wir eine Initialisierungsfunktion, die ist in Python standardmäßig, wird die immer unterstrich, unterstrich init, unterstrich, unterstrich genannt. Und die soll später die Parameter übernehmen und das Perzeptron startklar machen. Dann brauchen wir eine Aktivierungsfunktion, Activation Function. So, die dann feuern soll oder eben nicht. Und dann brauchen wir noch eine Trainieren-Funktion, die unser Groß X übergeben bekommt. Oder lassen wir das mal noch weg. Warten wir mal, überlegen wir mal später, welche Funktion noch was braucht. Und soll dann das Perzeptron trainieren, die Gewichte updaten. Ja, das ist jetzt mal so der grobe Rumpf von unserem Perzeptron. Jetzt würden wir schrittweise mal uns anschauen, was das Ding eigentlich braucht. Ich würde damit anfangen. Hier oben, da wir die Startgewichte nicht zufällig erzeugen, sondern die übergeben, kriegt das Ding Startgewichte. Und diese Startgewichte sind dann die Gewichte des Perzeptrons. Ja. Also das Perzeptron hat Gewichte, eigene aktuelle Gewichte, und die werden bei der Initialisierung mit den Startgewichten gleichgesetzt. Ja, also wir setzen die Startgewichte 0, 0,5 und 0,5. Dann schauen wir mal kurz, ob das auch alles soweit klappt. Ups, print init perception with weights. So, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man Variablen oder mit Text mischen kann in Python. Sie können das eben wie oben hier das Spiel spielen. Oder Sie machen, das geht seit Python 3, so wie in C beispielsweise, dass Sie mit String Formatting arbeiten. Das heißt, Sie schreiben Text und definieren dann Platzhalter für Variablen und setzen dann am Ende einfach ein Format und packen dann da rein, welche Variablen anstatt dieses Platzhalters gesetzt werden soll. So, dann führen wir das mal aus. Let's take a look. Das ist eine Markdown-Zelle. So, dann definieren oder initialisieren wir mal unser Perzeptron. My Perception gleich Perzeptron. Genau. Vielleicht machen wir erstmal noch kurz so und dann komme ich auf einen anderen Aspekt noch zu sprechen, was die Durchläufe angeht. So, Start Weights. Genau, also, das hat geklappt. Was jetzt noch eine kleine Herausforderung werden könnte, ist, dass so ein klassisches Perzeptron nicht terminiert. Das heißt, also stellen Sie sich vor, Sie haben eine Trainingsmenge und dafür, das ist jetzt nicht linear separierbar, da kann man jetzt keine Gerade durchlegen.
Und dann fängt das Perzeptron an zu rechnen und der Algorithmus, der konvergiert nie. Sie erinnern sich an den Lernalgorithmus, weil der einfach nie eine Lösung für alles findet. Und daher macht es vielleicht Sinn, dass wir unserem Perzeptron nicht nur Startgewichte übergeben, sondern auch sagen, pass auf, lauf jetzt nicht öfters als x mal durch. Also praktisch eine alternative Terminierungsbedingung. Anzahl Durchläufe sozusagen. So, die setzen wir auch hier oben. Und testen nochmal, ob alles klappt. Genau, so. Wir werden diese Anzahl Durchläufe gleich in der Trainieren-Funktion brauchen, wo wir dann eben sagen, pass auf, also du kannst trainieren so viel du willst, aber wenn du öfters als, was weiß ich, 5-mal durchgelaufen bist, dann hör lieber auf, weil dann gibt es wahrscheinlich keine Lösung. Ja, wenn sie das nicht machen, dann trainiert das bis ans Ende aller Tage. Also gerade Probleme, die sich eben nicht lösen lassen, sorgen dann dafür, dass ihr Algorithmus niemals abbricht. Run through the dataset. Genau. Also, wie oft das Ding durch das Datenset läuft. Die Aktivierungsfunktion, die ist relativ straightforward. Die kriegt einen Netto-Input reingeschickt. Und dann schaut die einfach, also gibt 1 zurück, wenn der Netto-Input größer gleich 0 ist. Und ansonsten soll das Ding eben 0 feuern. Die ist recht dankbar, die Aktivierungsfunktion. Und das eigentlich Spannende ist jetzt hier die Trainieren-Funktion. Die Trainieren-Funktion, die braucht zum einen ein Datenset. Also wir geben dem Perzeptron ein Datenset. Und dann soll das eben, also ist nicht unendlich, sondern so oft, wie wir gesagt haben, über dieses Datenset laufen. Self-num-runs. Ja. Und dabei über die einzelnen Zeilen unseres Datensets iterieren. Ja, also for i in range length self x. So. Also, was wir jetzt als erstes machen werden, ist, wir geben der Trainieren-Funktion ein Datenset. Und laufen dann mit unserem Perzeptron einmal über das Datenset drüber, schauen, ob wir jede Zeile indizieren können. Das heißt, wir haben unsere kleinen Xe, die entsprechen dann der iten Zeile und den Spalten 0 bis 3. Und dann haben wir unsere Klasse, die dann eben die letzte fehlende Zeile sind. Das ist von hinten dann hier das Y. Und dann lassen wir uns das mal ausgeben. So. Führen das aus. Dann machen wir hier now start the training. Oder Trainings Procedure. Procedure. So, Markdown, hopp. Und dann trainieren wir unser Perzeptron. Schmeißen das rein und gucken mal. Da gibt es jetzt noch einen Fehler. Perceptron has no attribute x. Haben wir noch irgendwo einen Fehler? Das haben wir korrekt initialisiert. Und ja, klar. Wir müssen natürlich dem Perceptron dann noch das x zuweisen, so wie wir es hier oben auch gemacht haben.
Wir können das jetzt nicht da einfach reinstecken, weil wir hier ja gesagt haben, nimm deine eigenen X. Genau. Sonst scheint es aber zu passen. Klassischer Fehler. So. Also, was war jetzt hier das Problem? Die Variable hier, also ich habe hier gesagt, es soll über die Trainingsdaten des Perzeptrons laufen. Die waren aber eben noch gar nicht definiert für das Perzeptron. Wir übergeben die da der Train-Funktion, haben die aber für das Perzeptron noch gar nicht gesetzt gehabt. Der nächste Schritt ist jetzt, dass wir unseren Netto-Input ausrechnen wollen, um ihn in die Aktivierungsfunktion zu stecken und dann zu schauen eben, ob dieser das, was die Aktivierungsfunktion macht, also ob das feuert oder nicht und ob das dann dem X, dem Y entspricht, also der Cluster. Das heißt, ob das Perzeptron korrekt vorhersagt oder nicht. Und wenn wir dann wissen, ob das korrekt vorhersagt oder nicht, können wir die Gewichte updaten. Das heißt, der erste Schritt ist jetzt, dass wir mal den Netto-Input errechnen. Und das ist eben die gewichtete Summe der Vektoren. Da der eine eben horizontal liegt, müssen wir den anderen transponieren, sonst kriegen wir kein Skalarprodukt hin. Das ist eben die mathematische Schreibweise von der gewichteten Summe, wie wir es in der Vorlesung kennengelernt haben. Dann müssen wir noch unseren Estimate bestimmen, also unsere Vorhersage. Und die ist Activation Function, nichts anderes als das Ergebnis der Aktivierungsfunktion, in die wir den Netto-Input stecken. Das Ganze schauen wir uns wieder mit einem Print an. Perception Guess Punkt Format Y Estimate. Genau. Führen das mal durch, lassen unser Perzeptron lernen und das Ding läuft und läuft. Ganz gut, dass wir hier das 5 gesetzt haben, sonst würde das wahrscheinlich noch länger laufen. So, dann, nachdem wir die Aktivierungsfunktion haben, nachdem wir die Aktivierung selbst haben, nachdem wir vergleichen können, ob das übereinstimmt, müssen wir jetzt Folgendes machen. Wir müssen jetzt das eigentliche Lernen implementieren. Das Lernen soll ja nur dann stattfinden, wenn das, was unser Perception vermutet, also das Estimate, das Ergebnis der Aktivierungsfunktion, nicht mit der tatsächlichen Klasse übereinstimmt. Genau dann soll das Ding lernen und die Gewichte updaten. Das heißt, Estimate does not equal der tatsächlichen Klasse. Das heißt yEstimate,y. Und dann, wenn das kleiner 0 ist, also es soll nur dann lernen, wenn die nicht übereinstimmen. Und wenn der zu klein ist, dann müssen wir eine Anpassung machen. Das heißt, das Ding sensitiver machen. Gleich. Das heißt, x draufrechnen und im anderen Fall, wenn es sozusagen überschätzt wird, ziehen wir x wieder ab. Ja, das ist die Lernfunktion aus der Vorlesung. Das könnte so klappen. Lassen wir es mal durchlaufen. Plupp. Ja, und sieht gut aus. Was sehen wir hier jetzt? Wir sehen try to predict input. Es will diesen Input vorhersagen. Das ist der Bias mit x0 und x1. Also unser Taycan und den wollen wir kaufen. Perceptron sagt kaufen passt. Dann kommt der Tesla, den wollen wir nicht kaufen. Perceptron sagt aber kaufen. Das ist nicht korrekt, deswegen muss es die Gewichte anpassen. Sagt über den BMW, kauft den nicht, den wollen wir auch nicht, passt. Dann kommt der Taycan, zu dem den wollen wir kaufen. Da sagt das Perzeptron, nee, tu es lieber nicht. Also passt die Gewichte wieder an. Dann schaut sich den Tesla an, den wollen wir nicht. Perzeptron sagt aber, hey, nimm den doch.
Also muss es nochmal zur Schule, nochmal lernen und dann läuft es aber korrekt durch. Also ein BMW sagt es uns nicht kaufen und den wollen wir auch nicht und so weiter. Also das Ding funktioniert. So, jetzt haben wir hier ganz einfaches Python-Skript und die Konzepte aus der Vorlesung mal nachvollziehen zu können. Ein paar Sachen könnte man definitiv jetzt noch besser lösen, gerade diese zwei Vorschleifen, mit denen bin ich noch nicht so glücklich. Wenn Sie mehrere Schleifen in Ihrem Code haben, ist das oft ein Zeichen dafür, dass Sie es noch nicht so 100% durchdrungen haben, wie man das besser machen könnte. Je mehr Schleifen, umso schlechter der Programmierer im Normalfall und auch umso schlechter die Codequalität. Dann kommt noch dazu, dass wir ja unsere Gewichte jetzt hier manuell setzen. Man könnte jetzt aber auch sagen, hier, wenn die Startweights, wenn die nicht mit übergeben werden, dann setzt die doch einfach zufällig. Das wäre noch eine sehr schöne Erweiterung. Sie könnten mal eine andere Aktivierungsfunktion ausprobieren. Sie könnten das Perzeptron erweitern, also dass es nicht nur mit zwei Merkmalen arbeiten kann, sondern vielleicht mit mehr. Also hier gibt es noch viele Möglichkeiten, so ein bisschen die Konzepte aus der Vorlesung mal weiterzuspinnen, auszuprobieren. Und ich würde Ihnen raten, ja, machen Sie das einfach mal, arbeiten Sie mal ein bisschen mit Ihrem Perzeptron, bauen Sie Ihr eigenes Perzeptron. Und wir sehen uns gleich wieder in der Vorlesung zum letzten Teil. Bis gleich. Zu guter Letzt gibt es auch wieder eine kleine Aufgabe für Sie nach diesem Programmierteil. Ich möchte Sie bitten, in Ihren eigenen Worten mal zu erklären, warum wir diesen Bias in dem Perzeptron-Lernen eingeführt haben, für was wir den brauchen und was der eigentlich geometrisch macht, also was die Idee dahinter ist. Ansonsten sehen wir uns gleich wieder, hoffe ich, im Kapitel 7.3, wo wir jetzt uns damit beschäftigen wollen, wie wir mehrere Neuronen zu sogenannten neuronalen Netzwerken verbinden können und damit endlich auch bei der Methode angekommen sind, die wir ganz zu Beginn in Kapitel 7.1 in den Anfangsbeispielen besprochen haben. Ich freue mich drauf, wird also spannend. Bis dahin, bis gleich. Hallo und willkommen zum Kapitel 7.3, nachdem wir uns im letzten Kapitel damit beschäftigt haben, was das kleine Neuron schon alles zu leisten vermag und wie es lernt, wollen wir uns jetzt im nächsten Kapitel mit den neuronalen Netzen beschäftigen, mit den komplexen Verbünden von mehreren Neuronen. Wenn wir in die Natur sehen, sehen wir recht schnell, dass komplex eigentlich ein recht relativer Begriff ist. Ja? Es gibt eine sehr kleine Wespenart namens Megafragma mymaripenne und die kommt mit einer Gesamtzahl von 7400 Neuronen in ihrem Nervensystem aus. Das reicht der kleinen nervigen Wespe, hier links zu sehen, zum Fliegen, Fortpflanzen und Leute nerven. Damit ist sie allerdings wirklich ein Minimalist in der Natur, denn im Gegensatz dazu soll die oft lästige Stubenfliege, die wir alle kennen, die sich beim Biergarten immer näher auf das Schnitzel oder auf den Burger sitzt, wenn man draußen sitzt oder auch wenn man im Garten Nickerchen machen will, immer angeflogen kommt, die soll schon über 300.000 Neuronen haben. Und so komplex wird es jetzt im Folgenden nicht, also wir werden jetzt kein Perceptron Learning mit 3.000 Neuronen durchrechnen, aber die Frage stellt sich, die Natur ist grundsätzlich sehr sparsam im Gegensatz zu vielen Anwendungen mit künstlichen neuronalen Netzen. Warum ist das so? Ja? Und ein Grund kann sicher darin liegen, dass die Organismen ihre Energie für die Netzwerke, um die zu versorgen, natürlich erst jagen und ernähren müssen, während Großrechner heutzutage einfach das Kraftwerk um die Ecke haben und das dazugeschaltet werden kann. Aber völlig sinnlos will und wird man auch diese Energie sicher nicht verbrauchen. Also es muss, wenn man so will, irgendetwas geben, das uns zwingt, komplexe Strukturen zu bauen, also neuronale Netze zu bauen und nicht nur mit wenigen oder einzelnen Neuronen zu arbeiten. Und dazu muss man sich klar machen, was unser einfaches Perzeptron, das wir kennengelernt haben, wirklich kann und wo es an seine Grenzen kommt. Und wir wissen ja bisher, dass es Klassen fehlerfrei trennen kann, die linear separierbar sind. Aber wie sieht es jetzt mit komplexeren Problemen aus? Kann ein einzelnes Neuron auch komplexe Probleme lösen oder macht es vielleicht schon doch Sinn, mehrere Neuronen vielleicht miteinander zu verbinden? Und ja, Spoiler vorweg, es wird darauf hinauslaufen, genau solche Strukturen näher zu analysieren. Springen wir dazu noch einmal zu unserem ursprünglichen Problem, von der Fliege an der Windschutzscheibe zum Auto.
Sagen wir also, jetzt ist der ID3 und der BMW i3 dazugekommen zu unserem Klassifikationsproblem. Ja, also wir haben jetzt vier verschiedene Autos und unser Perzeptron soll die voneinander trennen können. Und der BMW i3 würde jetzt in unserem alten Fall zum Kauf führen. Und das wollen wir ja nicht. Wir sehen also auch, wenn man die ersten Ergebnisse mit dem einfachen Perzeptron, ja, recht gut, wenn die beeindruckend waren, wenn man damit echt sehr gute Erfolge hinbekommen hat, kommt man recht schnell an seine Grenzen, wenn man sogenannte nicht linear separierbare Probleme hat, wie hier. Nämlich der Fall, dass der ID3 und das Model S nicht gekauft werden sollen, während der BMW i3 und der Taycan beispielsweise gekauft werden sollen. Und diese Probleme nennt man XOR-Probleme oder sogenannte nicht linear separierbare Probleme. Und nicht linear separierbare Probleme können wir mit einem Neuron nicht lösen. Separierbare Probleme sind Probleme, die unser Neuron lösen kann. Und das bedeutet, dass wir jetzt nochmal überlegen müssen, wie wir diesen Lernprozess vielleicht anders gestalten können, beziehungsweise wie wir eine andere Modellierung machen können. Und die Lösung dieses Problems habe ich jetzt eigentlich schon vorweggenommen und es ist eigentlich der Ansatz, dass wir hier jetzt mehrere Neuronen miteinander verbinden. Also eins und noch eins dazuschalten. Ja, und wenn wir jetzt praktisch zwei Neuronen hätten, dann würde uns das erlauben, den ID3 und das Model S von dem Taycan und dem BMW i3 zu trennen. Ja, das wäre möglich. Das heißt, der Taycan würde gekauft werden, der BMW i3, warum auch immer, während der Tesla und der ID3 nicht gekauft würden. Dieses Problem könnte unser Neuron abbilden. Und diese Netzwerke oder dieses Problem wird dann folgendermaßen modelliert, dass man mehrere Neuronen zusammenschaltet in ein neuronales Netzwerk. Ja, und das besteht dann wiederum aus einzelnen Neuronen, wobei diese einzelnen Neuronen dann ihren Output an ein anderes Neuron weitergeben, das dann entscheidet, ob das Auto gekauft werden soll oder nicht. Eine alternative Lösung wäre natürlich jetzt hier als Input aus dem 2D in 3-Problem machen oder irgendwie eine andere Aktivierungsfunktion verwenden. Das geht natürlich auch, aber auch nicht immer. Und der naheliegendste und Ansatz, den wir jetzt hier weiter verfolgen wollen, ist die Idee, ein komplexes neuronales Netzwerk aus einzelnen Neuronen zu bauen. Und damit haben wir es endlich geschafft und haben den ersten Aussichtspunkt bei unserem Trip erreicht, wenn Sie so wollen, durch unseren neuronalen Netzwerk-Nationalpark. Wir sind jetzt bei den künstlichen Neuronen angelangt, die sogenannte neuronale Netzwerke bilden. Ein neuronales Netzwerk besteht aus einer Menge von Knoten und Kanten, wir haben es gerade gesehen. Und jede Kante ist einem numerischen Gewicht zugeordnet. Die Gewichte sind veränderlich und durch ihre Veränderung kann das Netz lernen, während die Struktur im Allgemeinen als fest betrachtet wird. Das heißt, die Struktur von diesen Netzwerken ändert sich im Allgemeinen nicht. Durch das Lernen bringt das Netz seine Ausgabe, die es aufgrund bestimmter Eingaben erzeugt, mit den gewünschten Ausgaben in Übereinstimmung anhand einer Lernregel. Lernregeln haben wir im letzten Kapitel besprochen. Einige der Einheiten sind als Eingabe- bzw. Ausgabeeinheiten miteinander verbunden. Ich habe Ihnen hier jetzt mal so ein Beispiel mitgebracht. Wir haben sogenannte Eingabeneuronen, die kriegen irgendwelche Eingaben, beispielsweise durch Sensoren oder durch Dateninformationen, die kommen hier rein. Dann feuern diese Neuronen an eine sogenannte Zwischenschicht. Diese Zwischenschicht besteht aus mehreren Neuronen, die die Outputs der Eingabeschicht aufnehmen, verarbeiten und dann wiederum Outputs an die Ausgabeschicht geben. Beispielsweise hier besteht die aus einem einzelnen Output-Neuron. Und dieses Output-Neuron ist dann in der Lage, auch zu feuern oder nicht zu feuern, also bestimmte Probleme einzuordnen. Und neuronale Netze in dieser Form haben zahlreiche Anwendungen, sei es in der Bildverarbeitung, in der Computer Vision, also in der Videoverarbeitung, in der natürlichen Sprachverarbeitung, insbesondere Sprachverarbeitung und maschinelle Übersetzung, aber auch in der Diagnose von Krankheiten, also im Medizinbereich.
Und wenn wir jetzt nochmal einen Blick auf den Weg werfen, wo wir hergekommen sind, sehen wir, dass es jetzt eigentlich drei wesentliche Komponenten gibt, die wir uns im Kontext von neuronalen Netzen näher anschauen müssen. Ja, das ist zum einen, wie wir diese Neuronen miteinander verbinden, die sogenannte Netzwerktopologie, also die Art, wie wir ein Netzwerk bauen. Dann das zweite ist, den Neuronen selbst, also wie wir diese Neuronen bauen, welche Lernfunktionen sie verwenden, welche Aktivierungsfunktionen sie verwenden, also wie diese kleinste Recheneinheit aufgebaut ist. Und zu guter Letzt, gut, ich habe es jetzt gerade schon vorweggenommen, der Lernalgorithmus selber ist auch nochmal so ein Thema für sich, weil wir jetzt die Art zu lernen, wie wir es bei einem Neuron verwendet haben, nicht unbedingt so auf das komplette Netzwerk übertragen können. Also wir haben jetzt zwar gelernt, wie man ein einzelnes Neuron lernen lässt, aber wie man ein Netzwerk als solches lernen lässt, das steht aktuell noch aus. Es gibt jetzt viele verschiedene Netzstrukturen mit unterschiedlichen Berechnungsleistungen und wie diese Netzwerke miteinander verbunden sind, aber ganz generell und wirklich vereinfacht gesagt, ganz hohe Flughöhe für den Moment, ist es keine Vorlesung nur zum Thema neuronale Netze. Diese Vorlesung soll nur einen Überblick geben. Deswegen für den Moment kann man sagen, dass sich die neuronale Netze in zwei Hauptgruppen einteilen lassen. Das sind zyklenfreie, sogenannte Feedforward, und sogenannte rekurrente oder Feedback-Netze. In den zyklenfreien Netzen sind die Kanten gerichtet und es gibt keine Schleifen, während in rekurrenten Netzen, wir sehen das jetzt hier auf der rechten Seite, beliebige Strukturen erlaubt sind. Graphentheoretisch ist ein zyklenfreies Netz ein aszyklischer Graph oder auch Directed Acyclic Graph genannt. Das Wording, was Russell und Norvig in ihrem Lehrbuch verwenden. Üblicherweise wird die Anordnung der Einheiten im Netz in Schichten vorgenommen und in einem sogenannten Multilayer oder geschichteten neuronalen Netz, wir sehen das hier, führt von jeder Einheit aus nur Kanten zu Einheiten in der nächsten Schicht. Es gibt keine Kanten zu Einheiten in derselben Schicht oder zu Einheiten in vorangegangenen Schichten oder Kanten, die eine Schicht überspringen. Und das ist dann ein wesentlicher Unterschied zu den sogenannten Feedback- oder rekurrenten Netzwerken, die genau das haben. Und wir werden uns jetzt so typische Vertreter dieser beiden Typen näher anschauen. Was wir jetzt hier sehen, ist ein Beispiel für ein einfaches zyklenfreies Netz. Manchmal bezeichnet man es als einfaches Artificial Neural Network mit nur einer Schicht oder Single Layer Feedforward Network. Da gibt es verschiedene Begrifflichkeiten, je nachdem, welches Lehrbuch Sie in der Hand haben oder welches Paper Sie lesen. Die, sage ich mal, meiner Erfahrung nach gebräuchlichste Ausdrucksweise ist einfach sogenannte Single Layer Netzwerke. Es kommt aber drauf an. Zyklenfreie Netze realisieren Funktionen der Eingaben, die nur von den Gewichten abhängen. Das heißt, sie haben keine inneren Zustände, die bei der Berechnung der Aktivierungsfunktion einer Schicht die Aktivierungswerte der vorangegangenen Schichten eine Rolle spielen können. Die Netze können verwendet werden, adaptive Versionen von Reflexagenten zu realisieren oder einzelne Komponenten komplexer Agenten zu realisieren. Es gibt ganz viele Anwendungen für diese Netze, aber das sind sehr einfache Netze und ja, wir schauen uns jetzt noch verschiedene Netze an, die durchaus mächtiger sind. Aber ein typischer Anwendungsfall wäre so ein Klassifikationsproblem. Das könnte man mit so einem Single-Layer-Feed-Forward-Network wunderbar machen. Wenn man jetzt mehrere Schichten hat, also mehrere Single-Layer-Networks aneinander klebt, wenn man so will, dann hat man sogenannte mehrschichtige oder Multilayer-Netze. Für beide zyklenfreien Netze, sowohl für Single- als auch für Multilayer-Netze, gilt, es gibt eine Schicht von Einheiten, die Eingaben aus der Umgebung aufnimmt und das ist die sogenannte Input- oder Eingabeeinheit. Die wird oft mit klein i oder groß i abgekürzt. Der Aktivierungswert ist durch die Umgebung bestimmt, das heißt, je nachdem, was die Sensoren oder was andere Felder liefern, das ist das, was entscheidet, was in der Eingabeschicht reinkommt. Das können beispielsweise Bilddaten sein, wenn wir an einen Roboter denken, der seine Umgebung ertastet, oder Radarwellen, wenn er mit Hilfe von Radar sich orientiert. Aber diese Eingabeschicht bekommt ihren Input aus der Umwelt, in der sich der Agent bewegt. Ferner gibt es eine Schicht von Einheiten, die ihre Ausgabe in die Umgebung abgibt. Das ist die sogenannte Output-Schicht oder Ausgabeschicht. Die wird oft mit klein o oder groß o abgekürzt. Das Besondere bei den Multilayer-Netzwerken, ich schreibe mal hier noch ein i rein, so,
Das Besondere bei den Multilayer-Netzwerken ist, dass es zwischen Schichten von Einheiten gibt, die keine Verbindung zur Außenwelt haben. Und das sind die sogenannten verborgenen Einheiten, ja, die sogenannte Hidden-Schicht hier, ja. Und diese verborgene Einheit ist jetzt die Besonderheit von sogenannten Multilayer-Netzwerken. Wenn wir jetzt an das Perzeptron zurückdenken, sehen wir, es ist ein Sonderfall von einem sogenannten zyklenfreien Netz, denn die Perzeptrone haben keine verborgenen Einheiten. Bei ihnen ist der Lernprozess einfach, dafür ist ihre Repräsentationsfähigkeit stark beschränkt. Wir haben schon gesagt, das Thema lineare Separierbarkeit ist so ein Thema. Und wenn wir schon eine Schicht haben, also schon mit einer genügend großen Schicht, einer verborgenen Schicht, der sogenannten Hidden Schicht, wenn wir die groß genug machen, dann können wir jede kontinuierliche Funktion der Eingabe repräsentieren. Und wenn wir zwei Schichten haben, das kann man mathematisch zeigen, ist es sogar möglich, diskontinuierliche Funktionen abzubilden. Das heißt, mit solchen Multilayer-Feed-Forward-Networken kann man eigentlich jede Funktion approximieren, die man braucht. Das heißt, es ist theoretisch möglich, alles zu lernen, was man lernen will. Dafür müssen diese Schichten aber groß genug sein. Stellt man sich die Gewichte als Parameter oder Koeffizienten der repräsentierten Funktionen vor, dann ist das Lernen der Prozess, bei dem die Parameter getuned werden, um die Daten der Trainingsmenge möglichst genau zu treffen. In der Statistik heißt dieser Prozess nicht lineare Regression. Die Netze wurden in der Vergangenheit erfolgreich für Klassifikationsvorgaben, Aufgaben verwendet. Ja, also wenn Sie irgendwas einordnen wollen, wenn Sie beispielsweise sagen wollen, der Antrag ist auffällig oder ist nicht auffällig oder Sie wollen irgendwelche Dinge in Bildern erkennen, dann sind solche mehrschichtigen Netze genau die Netze der Wahl. Trainiert werden sie mit Hilfe des sogenannten Backpropagation-Algorithmus, dessen Algorithmus, auf den wir noch zu sprechen kommen, für den Moment einfach für Sie zur Kenntnis. Jetzt ist meine Frage an Sie. Gut, ich habe es vielleicht schon vorweggenommen, aber wer nicht aufgepasst hat, denkt vielleicht noch mal kurz drüber nach. Was glauben Sie denn, wie viele Layers braucht man denn? Oder was ist wichtiger? Ist es wichtiger, viele Einheiten in einem Layer zu haben oder mehrere Layer? Gibt es da irgendwie einen Zusammenhang? Ja, wenn Sie da mal drüber nachgedacht haben, einfach gerne einen Vorschlag wieder als Kommentar unter das Video. Würde mich freuen, da vielleicht die ein oder andere Idee zu lesen. In rekurrenten Netzen wird die Aktivierung als Eingabe derselben oder vorhergehenden Einheit verwendet. Deshalb haben diese Netze einen inneren Zustand, der in den Aktivierungsniveaus der Einheit gespeichert ist. Das sind die sogenannten Context Units hier zu sehen. Die Berechnung in rekurrenten Netzen verläuft weniger geordnet als in den zyklenfreien Netzen. Die Netze können instabil werden, oszillieren oder chaotisches Verhalten zeigen. Es kann lange dauern, bis sie auf eine Eingabe eine stabile Ausgabe erzeugen und der Lernprozess ist schwierig. Ihre Repräsentationsfähigkeit ist aber dafür größer als die zyklenfreien Netze. Das heißt, wir können hier mehr leichter abbilden. Wir verwenden solche Netze vor allem für komplexe Agenten und Systeme, die innere Zustände abspeichern müssen. Manche rekurrenten Netze haben noch so eine Art Gedächtnis, die es erlaubt, auch Zeitreihenanalysen mit ihnen durchzuführen. Das ist auch so ein Thema, was wir bisher nicht hatten. Ja, manchmal ist es wichtig, was in den vorherigen Zeitschritten passiert ist. Ein Professor an meiner alten Uni, der Professor Weibel, hat diese Netze erfunden oder zumindest teilweise maßgeblich geprägt. So, zu guter Letzt noch ein Spezialfall, bevor wir zu den Jordan-Elman-Netzwerken kommen, das sogenannte vollrekurrente Netz. Das ist ein Spezialfall der rekurrenten Netze, den man zumindest mal gehört haben sollte. Ja, die Idee hier ist jetzt hier, dass die sogenannten vollständig rekurrenten Netze Netze sind, wo alle Knoten miteinander verbunden sind. Ja, also wir sehen es hier, es gibt keinen Knoten, der nicht einen direkten Nachbar hat, gelernt wird, aber auch wie zuvor mittels Backpropagation. Zu guter Letzt noch ein Typ von Netzen, das sind sogenannte Jordan- oder Elman-Netzwerke. Das ist jetzt ein partiell rückgekoppeltes und künstlich neuronales Netz, was man jetzt hier zumindest mitnehmen sollte, heißt, dass wir hier oder dass die Kontextneuronen zusätzlich Rückkopplungen auf sich selber haben. Das heißt, der Einfluss von älteren Mustern kann man nochmal gesondert steuern. Und diese Stärke, also der Einflussfaktor, der kriegt dann nochmal einen besonderen Parameter. Und
Die beiden unterscheiden sich noch durch ein paar Besonderheiten, aber was man hier einfach mitnehmen sollte, ist hier eben die Möglichkeit, dass diese Art von Netzen eben nochmal die Möglichkeit bieten, über die Zeit hinweg Effekte abbilden oder modellieren zu können. Zu guter Letzt an meine Uni, das wollte ich einfach auch nochmal zeigen, wie weit das damals schon war, gibt es den Professor Weibel. Und das ist der Erfinder des sogenannten Time Delay Neural Networks. Das ist jetzt Netzwerke, die besonders gut sind, um Sprache zu verarbeiten. Und die kennt man heute so oder so ähnlich oder Weiterentwicklung davon. Das ist jetzt immer so das Thema, wer jetzt was erfunden hat unter dem Namen Convolutional Neural Networks. Vielleicht ist da auch der ein oder andere den Namen Jan LeCun im Begriff. Und diese Convolutional Neural Networks, das bedeutet auf Deutsch so viel wie gefaltete neuronale Netze, die sind jetzt eine Sonderform, die ganz speziell eben für Bild-, Audio- und Sprachdaten geeignet ist. Und die Funktionsweise ist auch hier wieder den biologischen Vorgängen im Gehirn nachempfunden und entspricht dann hier eben der Sehrinde des Gehirns. Und wie die Sehrinde besteht das Convolutional Neural Network aus mehreren Schichten und die Schichten sind sogenannte Faltungsschichten, Subsampling-Schichten und vollvermaschte Schichten. Und diese Netze, ohne die es hier zu besprechen ist, wie gesagt, nur eine Übersichtsvorlesung, die sind super in der Lage, eben mit Sprache umzugehen. Und ich hatte zu der Zeit 2016 auch eine Vorlesung dann bei ihm und damals gab es schon einen Lecture Translator, der war in der Lage, die Vorlesung, die gehalten wurde, in Echtzeit in eine Sprache der Wahl zu übersetzen. Das heißt, wir hatten chinesische Studenten in der Vorlesung, englischsprachige Studenten, deutschsprachige Studenten und die Vorlesung wurde für alle gleichzeitig in Echtzeit so gut wie fehlerfrei übersetzt. Und das, obwohl so eine Vorlesung vom Wording und der Sprache eigentlich sehr schwerer Tobak ist für eine KI. Und damit möchte ich einfach zeigen, wie mächtig neuronale Netze schon waren und welches Potenzial die eigentlich bieten, auch für Sprachverarbeitung und Bildverarbeitung. Wenn Sie wollen, ich habe Ihnen auch hier wieder so ein Beispielvideo mitgepackt zu diesem System, Stand 2012, also echt schon sehr lange her, bei 10 Jahre, wo Sie dann sehen können, wie mächtig diese Netzwerke eigentlich schon zu dieser Zeit waren. Ein generelles Problem bei der Konstruktion von neuronalen Netzen ist jetzt die Festlegung der Struktur. Wir haben gerade darüber gesprochen, diese Time Delay Networks, wie mächtig die werden können, wenn man diese Struktur richtig baut. Das Problem ist, wird das Netz zu klein, dann kann es die gewünschten Funktionen, die wir haben wollen, nicht mehr repräsentieren. Wird es aber zu groß, dann haben wir eine Tendenz zum Overfitting und es hat eigentlich keine Verallgemeinungsfähigkeit, weil es dann einfach, jetzt mal extremst gesagt, alle Beispiele aus der Trainingsmenge einfach auswendig lernt. Eine einzelne Tabelle speichert sozusagen. Und zyklenfreie Netze mit einer verborgenen Schicht können jede kontinuierliche Funktion approximieren. Netze mit zwei verborgenen Schichten, haben wir gesagt, können überhaupt jede Funktion approximieren. Und die Zahl der Einheiten in jeder Schicht kann exponentiell mit der Zahl der Eingaben anwachsen. Es gibt jetzt aber noch keine gute Theorie, um die mit einer kleinen Zahl von Einheiten approximierbaren Funktionen zu kennzeichnen. Und das Problem ist jetzt, eine gute Netzstruktur zu finden. Das heißt, nicht zu groß und nicht zu klein zu machen. Und das kann man als Suchproblem sehen. Ja, Suchprobleme haben wir in Vorlesung 2 behandelt. Und jetzt gibt es die bekannten Verfahren, die wir schon kennen, um dieses Suchproblem zu lösen. Nämlich, die Struktur eines neuronalen Netzwerks könnte man beispielsweise mit genetischen Algorithmen optimieren. Das Problem ist, dass bei diesen Verfahren der Rechenaufwand sehr hoch ist, weil man Populationen von Netzen untersuchen und mit Fitnessfunktionen testen muss. Das ist ja recht aufwendig, aber möglich. Und ein anderes mögliches Verfahren ist beispielsweise Bergsteigen, Hill Climbing haben wir es genannt. Dabei wird das Netz schrittchenweise modifiziert und dann entweder von einem kleinen Netz ausgehend vergrößert oder von einem großen Netz ausgehend verkleinert. Wir sehen also, dieser Bau von diesen Netzwerken, das ist ein Thema, aber also die Netzwerktopologie, die andere ist aber, das wäre das nicht unser einziges Problem, es gibt jetzt auch noch verschiedene Möglichkeiten, unsere Neuronen
zu verbinden, und zwar auf sehr viel unterschiedliche Möglichkeiten. Und zwar darüber hinaus dann können wir damit oder insbesondere die Einheiten selbst auch nochmal anders bauen. Das heißt, unsere einzelnen Neuronen in diesen Netzwerken, die wir sehr unterschiedlich bauen können, können unterschiedlich auch noch mit den Inputs umgehen. Thema Aktivierungsfunktion. Und deswegen wollen wir uns jetzt insbesondere nochmal dem Thema Aktivierungsfunktion mit im Hinterkopf den Netzwerkgedanken näher anschauen. Zur Erinnerung, wir haben gesagt, die Berechnung in den einzelnen Neuronen erfolgt in zwei Schritten. Da gab es den ersten Schritt, diese lineare Komponente, die Eingabefunktion, die gewichtete Summe der Eingabewerte berechnet. Und dann haben wir gesagt, dann gibt es den zweiten Schritt, den habe ich jetzt hier rot hervorgehoben, die nicht-lineare Komponente, die Aktivierungsfunktion. Und die ist dazu da, zu entscheiden anhand der Inputs, was zu tun ist. Und diese Aktivierungsfunktion hat somit ja einen wesentlichen Anteil, wie sich die einzelnen Neuronen verhalten sollen. Und für die Wahl der Aktivierungsfunktion gibt es jetzt eine Fülle von Möglichkeiten. Ja, wir haben jetzt hier nur die Heaviside-Funktion besprochen. Es gibt noch sehr viel mehr, die wir nutzen können. Wie zum Beispiel die lineare Funktion könnte man auch als Aktivierungsfunktion nehmen. Oder den Rectified Linear Unit oder Sigmoid-Funktion oder Bipolar-Sigmoid-Funktion. Es ist da der Kreativität zu dem Grunde keine Grenzen gesetzt. Alle haben verschiedene Vor- und Nachteile. Sinnvoll ist es, wenn Sie ein neuronales Netzwerk bauen, dass Sie im Grunde eine beliebig differenzierbare, also ableitbare Funktion nehmen. Warum das wichtig wird, das sehen wir noch beim Thema Lernen, aber diese Funktionen haben ja einen gewissen Vorteil, auf den wir noch zu sprechen kommen. Bisher haben wir die Step-Funktion gehabt, die würde ja entweder 0 oder 1 herausgeben, das heißt, wir würden auf 0 oder 1 mappen. Wenn man jetzt aber nicht auf so ein Intervall zwischen 0 und 1 mappen will, dann gibt es noch beispielsweise hier die Sigmoid-Funktion. Damit kann man Wahrscheinlichkeiten modellieren oder auch eine sehr bekannte Funktion, sehen wir hier unten im Eck, den Rectified Linear Unit. Das ist eine sehr simple, aber sehr starke Funktion. Die wird häufig für Zwischenschichten in künstlichen neuronalen Netzen verwendet, weil man argumentieren kann, wenn das Netzwerk, also kann das Netzwerk sagen, bei negativen Informationen, die sind unwichtig, die will ich gar nicht berücksichtigen. Ja, und das kann man mit Hilfe des linear, mit dieser Funktion, der ReLU-Funktion praktisch abbilden. Wichtig, dass hier ist jetzt einfach nur eine Auswahl. Es gibt noch ganz viele weitere und vielleicht haben der ein oder andere von Ihnen auch eine clevere Idee, was für eine Aktivierungsfunktion in einem bestimmten Fall Sinn machen könnte. Eine ganz besondere, der ich jetzt eine eigene Slide gewidmet habe, die wir auch verwenden werden noch in der Übung, ist die sogenannte Softmax-Funktion. Und die Softmax-Funktion transformiert unnormierte Werte in eine kategoriale Wahrscheinlichkeitsverteilung. Also das bedeutet, wenn Sie so ein neuronales Netz haben und dann kriegen Sie in der Ausgabeschicht beispielsweise hier die Zahlen 2, 1 und 0,1 raus. Was sollen Sie jetzt damit anfangen? Ja, stellen Sie sich vor, Sie haben eine Klassifikationsaufgabe und Sie kriegen sowas raus. Was bedeutet das jetzt? Sind das jetzt zwei Autos, eine Katze und 0,1 Eistüten? Nee, also die Idee ist dann, dass man am Ende nochmal eine Softmax-Funktion verwendet, um diese Ausgaben in Wahrscheinlichkeiten zu überführen. Also dass wir praktisch dann als Ausgabe nicht das bekommen, was ich gerade gesagt habe, sondern hier 0,7, 0,2 und 0,1, also Wahrscheinlichkeiten. Also unsere KI glaubt, das ist zu 0,7 ein Auto, das ist zu 0,2 ein Hund, das ist zu 0,1 eine Eistüte. Ja? Dafür ist das da und genau das kann man mit der Softmax-Funktion machen. In Python, im Scikit-Learn-Paket, gibt es auch eine Möglichkeit, einfache neuronale Netzwerke zu erzeugen. Ich habe Ihnen hier die Funktion einfach mal mit dazu gepackt. Das können Sie gerne mal selber ausprobieren. Das Python-Package müssen Sie ja mittlerweile installiert haben. Da gibt es die Möglichkeit, dann noch Hidden Layers zu setzen. Sie können mit Activation Ihre Aktivierungsfunktionen festlegen und mit dem Max-Iter-Parameter entscheiden, nach wie viel Iterationen abgebrochen werden soll. Es gibt noch viele weitere Parameter, aber das sind die wichtigsten mal für den Anfang. Und es macht auf jeden Fall mal Sinn, sich in Python mit diesem Multilayer Perceptron Classifier vertraut zu machen, um also einfache neuronale Netzwerke zu bauen.
Jetzt haben wir gelernt, wie ein Neuron lernt und was man damit modellieren kann und dass das Ganze Grenzen hat. Dann sind wir auf die Idee gekommen, neuronale Netzwerke zu bauen. Haben wir gesehen, es gibt verschiedene Topologien, wie wir die verbinden können. Dann haben wir festgestellt, auch die Aktivierungsfunktion hat einen wesentlichen Anteil. Es gibt verschiedene Aktivierungsfunktionen. Und jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, die Idee ist, Neuronen zusammenzuschalten, das gab es ja auch schon früher. Und auch die Technik hat Fortschritte gemacht. Warum war das lange dann doch so ein Problem, mit künstlichen neuronalen Netzwerken zu arbeiten? Und die Antwort darauf ist genau hier, in dem letzten Punkt, der Thema Lernalgorithmus, weil das Thema des Berechnen der Gewichte in unserem Perzeptron, also das Lernen, das ist nicht ganz so einfach. Also zwei Konzepte spielen hier eine wesentliche Rolle, die man erst entdecken und erforschen musste und dann auch programmieren. Und die sind jetzt vorher auf den Slides zu den Netzwerktopologien schon aufgetaucht, nämlich die Themen Gradientenabstiegsverfahren, Gradient Descent und Backpropagation, also Fehlerrückführung. Und das sind zwei Konzepte, die einen wesentlichen Anteil haben, wenn man neuronale Netzwerke trainieren will und die wir uns jetzt näher anschauen müssen. Bevor wir jetzt direkt mit dem Thema Lernen anfangen, nochmal einen kurzen Blick, denken wir nochmal kurz nach. Wir haben jetzt hier ein Single-Layer-Network, was wir über die Delta-Regel wissen. Was haben wir darüber gelernt? Also, wie können wir in neuronalen Netzwerken lernen, wie können wir es verbessern und wie können wir unsere Gewichte, die dann hier auf den Kanten liegen, anpassen? Also wie können wir unsere Prädiktion, unsere Zielgröße näher kommen? Und die Idee dieses Verfahren ist jetzt, dass wir in einem gesammelten Netzwerk gleichzeitig die Gewichte anpassen müssen, um die Ausgaben hinsichtlich der Zielgröße besser zu machen. Und das Verfahren, das dem Ganzen zugrunde liegt, das ist das Gradientenabstiegsverfahren und der Algorithmus dazu, der das ermöglicht, in einem ganzen Netzwerk zu machen. Spoiler, weil wir beim Output-Layer anfangen und dann rückwärts durch das Netz gehen, heißt Backpropagation oder Fehlerrückführung. Aber dazu gleich mehr. Es gibt zu künstlichen neuronalen Netzen sehr viel Theorie und Arbeiten. Und eines der wichtigsten ist das Universal Approximation Theory. Das sagt ganz grob das Folgende aus. Wenn Sie ein künstliches neuronales Netz haben und nur eine Schicht und genügend Neuronen, kann damit im Grunde jede beliebige Funktion nachgebildet werden, solange differenzierbare Funktionen als Aktivierungsfunktion genommen werden. Die Heaviside-Funktion ist nicht differenzierbar, daher fliegt die schon mal raus. Eine, die aber geht, ist zum Beispiel die logistische Funktion oder die Sigmoid-Funktion. Wenn man die sehr flach laufen lässt, hat man eine Art Regressionsnetzwerk. Und wenn man die sehr steil laufen lässt, dann eher ein Klassifikator, der nur von 0 oder eben 1 zurückgibt. Geht eben darum, dass der ganze Ablauf durch das künstliche neuronale Netz ein differenzierbarer Funktionsverlauf ist. Ich möchte dann mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Also die Idee dahinter ist, dass wir praktisch, wenn wir genügend Neuronen haben, diese Funktion, die wir hier sehen, einfach in schrittchenweise sehr gut annähern können. Das heißt, je kleiner wir diese roten Einheiten machen, irgendwann können wir diese Funktion, die hier zu sehen ist, die auch durchaus vielleicht komplex ist, perfekt abbilden durch unsere roten Einheiten hier. Und die Technik, die dem Ganzen hier zugrunde liegt, das ist das sogenannte Gradient Descent, Gradientenabstiegsverfahren, und das ist eine Ableitung einer mehrdimensionalen Funktion. Ein Gradient zeigt in die Richtung des stärksten Abstiegs. Warum zeigt das Ding jetzt immer in die Richtung des stärksten Abstiegs? Weil wir ja eine Fehlerfunktion haben und den Wert davon minimieren wollen. Daher suchen wir den negativen Gradienten, der in die Richtung des nächsten lokalen Minimums zeigt. Ich habe das hier mal als Grafik veranschaulicht. Also die Idee ist, dass wir hier den Weg, egal wo wir uns befinden, hier auf dieser Karte nach unten zu unserem Stern, zu unserem globalen Optimum finden wollen. Das können Sie sich so vorstellen wie beim Wandern. Wenn Sie irgendwo auf einem Berg stehen und wollen ins Tal finden, weil da Ihre Hütte ist, müssen Sie nach unten zu der Hütte laufen. Ja, und der Berg und das Tal ist praktisch, die Höhenunterschiede sind dann durch die Fehlerfunktion abgebildet.
Die große Frage ist jetzt aber natürlich, wie weit schauen wir ins Tal, wie große Schritte machen wir? Und das ist auch so ein bisschen die spannende Frage beim Gradient Descent. Und das schauen wir uns jetzt kurz näher an. Also wir möchten jetzt die Lernrate und ihr Zusammenspiel mit dem Gradientenabstiegsverfahren illustrieren. Gegeben sei ja diese imaginäre Fehlerfunktion hier, ja, das ist f von x. Und wir haben die Ableitung, das globale Minimum, das liegt jetzt hier bei, dass die Ableitung ist globale Minimum bei minus 1,5. Und sagen wir mal, wir fangen bei x gleich 0,5 an. Ja, das wäre dann hier ungefähr so. Wenn wir jetzt 1,5 in die Ableitung einzeichnen, ist die große Frage, ja, so, wie bewegen wir uns, wie funktioniert jetzt dieses Gradientenverfahren? Und das ist vielleicht auch die Frage an Sie. Probieren Sie mal kurz, denken Sie mal kurz nach, was passiert jetzt, wenn wir 1,5 in unsere Ableitung einsetzen? Ja, also was dann passiert, ist, wir springen im Grunde auf die andere Seite, zu minus 1,5. Ja? Und wenn wir dann wieder minus 1,5 von dort wieder springen wollen, dann springen wir wieder zurück. Und das ist genau das Problem, was ich gemeint habe mit wie weit schauen wir jetzt. Also wenn wir unsere Sprünge zu groß machen, dann kann es sein, dass wir immer um das Optimum hin und her springen. Und das Ziel muss ja sein, das Optimum erreichen zu können. Das heißt, es würde eventuell Sinn machen, eine sogenannte Lernrate, wie wir sie schon kennen, einzuführen, um solche Sprünge eben zu verhindern und dem Algorithmus die Möglichkeit zu geben, auch das globale Minimum zu finden. Nehmen wir es einfach mal an, die Lernrate, die sei 0,5, das nennt man dann auch oft Eta, wird das abgekürzt in den Kontext vom Gradientenabstiegsverfahren. Und wenn wir das wie gewohnt einsetzen, dann kommt Überraschung, haben wir es geschafft, das globale Minimum raus. Ja? Also die Wahl der Lernrate ist super wichtig. Wenn wir jetzt eine kleinere Lernrate gewählt hätten, dann würde das hier so runterhoppeln. Das wäre auch eine Lösung gewesen. Wir haben jetzt, weil wir so gute Intuition haben, gleich die perfekte Lernrate ausgewählt. Klar, später wissen wir nicht, was die richtige Lernrate ist, aber mir ging es jetzt mehr darum zu zeigen, dass wir mit der Lernrate, je nachdem, wie wir sie wählen, das Minimum in einem neuronalen Netz beim Gradientenabstiegsverfahren finden oder eben nicht. Ja, vorher war sie bei 1, da sind wir zwischen den Punkten hin und her gesprungen, haben wir sie jetzt auf 0,5 gesetzt, dann klappt das sofort. Wenn sie jetzt noch kleiner wäre, würden wir eben hier hinrobben. Wir haben also gesehen, wir können neuronale Netzwerke mittels Gradientenabstiegsverfahren lernen lassen. Das Problem ist, die Gleichungen, die wir lösen müssen, insbesondere wenn wir mehrere Neuronen haben, werden die recht schnell recht komplex. Und wir haben ja gesagt, für komplexe Probleme brauchen wir aber diese großen komplexen Netzwerke. Also die Ableitung zu berechnen, die war es leicht, weil wir diese einfache Fehlerfunktion hatten. Aber stellen wir uns jetzt mal vor, wir hatten wirklich diese großen Netzwerke, dann wird das schon recht schnell unangenehm bis eigentlich unmöglich. Und da haben viele Jahre, viele Forscher wirklich gestruggelt, haben überlegt, was kann man da tun, um Multilayer Perceptrons zu trainieren und haben keinen Erfolg gehabt. Und erst 1986 in einem sehr bekannten Papier von David Rummelhart, Geoffrey Hinton und Ronald Williams wurde eine Möglichkeit vorgeschlagen, dieses Problem anzugehen, und das ist die sogenannte Fehlerrückführung. Und mithilfe der Fehlerrückführung war es jetzt möglich, Multilayer Perceptron Networks zu trainieren. In Kürze, die Grundidee dieses Backpropagation Algorithmus ist genau diese Gradientenabstiegsmethode, die wir gerade besprochen haben. Aber schauen wir uns die mal näher an. Wir haben jetzt mal ein Netzwerk mit drei Schichten, das Forward, also nach vorne gerichtet, und haben eine Schicht Input, eine Schicht Hidden und eine Schicht Output. Ja, also drei Schichten. Und wobei Output natürlich die spannende ist, weil wir die brauchen, um zu optimieren. Und was man jetzt macht, ist, man schaut sich den Fehler an. Also wir haben drei Output Neuronen Y1, Y2 und Y3 und wollen den gesamten Fehler möglichst klein halten. Dann machen wir es wie bisher auch. Wir rechnen uns den absoluten Fehler aus und probieren dann, den zu minimieren. Hier wie bei der Regression oder der Methode der kleinsten Quadrate. Ja.
Und den Wert wollen wir möglichst klein machen, und zwar nach dem Gradientenverfahren, das wir gerade besprochen haben. Was wir jetzt noch brauchen, ist eine Funktion, die wir klein machen wollen. Das ist der Fehler, der von den Gewichten abhängt. Ja, das ist der hier. Also unser Fehlerterm hängt ja von diesen einzelnen Kanten ab, wo unsere Gewichte drauf liegen. Und je mehr Kanten wir haben, umso komplizierter wird diese Fehlerfunktion. Das heißt, man kann das ganze Netzwerk als Art große Funktion betrachten, wo man als Input die Gewichte hat und als Output einen Fehler bekommt. Dann hat man recht schnell einen riesigen Raum, der als Ergebnis eine Zahl ausgibt. Also eine riesige Landschaft, wo wir ins Tal finden wollen, wenn Sie so wollen. Und das Ziel ist dann, in diesem Raum das Minimum zu finden. Es stellt sich aber raus, dass das recht kompliziert wird, bis nicht mehr lösbar. Und außerdem können wir ja unser Gradientenverfahren nur machen, wenn die Funktion differenzierbar, ableitbar ist. Und auch wenn man jetzt nur Funktionen verwenden würde, die leicht zu differenzieren sind, also welche, mit denen wir gut rechnen können, gut umgehen können, wie was weiß ich, logistische oder so, ist das trotzdem, glauben Sie mir, eine recht komplizierte Funktion. Und darum ist jetzt die Idee oder der Gamechanger von dieser Backpropagation, der Fehlerrückführung, dass man das Problem einteilt. Und zwar werden die Gewichte in der ersten Ebene genutzt, oder die Idee ist, dass die Gewichte auf der ersten Ebene sich leichter berechnen lassen, als wenn wir es alle auf einmal berechnen wollen. Ist ja klar, weil unsere Fehlerfunktion dadurch kleiner wird. Wir haben jetzt nicht mehr W1 bis, was weiß ich, W100, sondern haben dann nur die Ws aus dieser ersten Schicht. Und wenn wir die haben, dann können wir in der zweiten Schicht wiederum leichter rechnen. Und weil man die davor ja schon weiß. Und der Gradient in der ersten Ebene ist dann wiederum leichter zu berechnen. Und Backpropagation ist jetzt so eine Art rekursives Verfahren. Ich zeichne es mal ein, so. Wo wir genau das machen. Also wir minimieren den Fehler aber schrittweise. Wir machen das erstmal nur auf der ersten Schicht, nutzen dann die Infos, um von vorne nach hinten durchzuschieben. Und dann Schritt für Schritt den Fehler von hinten wieder durchzuschieben. Und genau das ist das Training. Ja, also wir lassen unser Netzwerk einmal von vorne nach hinten prädizieren, berechnen dann den Fehler und gehen dann etappenweise wieder von hinten nach vorne durch. Und genau deswegen heißt diese Methode auch Backpropagation. Zu guter Letzt, Kapitel 7.3 zum Abschluss, nochmal für Sie zur Wiederholung. Überlegen Sie sich bitte nochmal, was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Feedback- und Feedforward-neuronalen Netzwerk und welchen Einfluss hat die Netzwerktopologie in dem Sinne auf die Anzahl der Verbindungen zwischen den Neuronen? Ist die in beiden Fällen gleich oder macht das einen Unterschied? Ja, wie immer als Kommentar unter das Video. Werfen Sie nochmal einen Blick, insbesondere auf die Netzwerkstrukturen, die sind auch nicht ohne. Und ansonsten sehen wir uns im letzten Kapitel 7.4 gleich wieder, wo wir über tiefe neuronale Netze sprechen wollen, der letzten Einheit in diesem großen Kapitel. Ich freue mich drauf, wird nochmal spannend. Bis dahin, bis gleich. So, nachdem wir uns in den letzten Kapiteln mit dem Thema künstliche neuronale Netzwerke beschäftigt haben, wollen wir uns jetzt mit einem Spezialfall der künstlichen neuronalen Netze, dem sogenannten Deep Learning, beschäftigen. Deep Learning oder tiefe Deep Networks oder tiefe Netzwerke sind ein super bekannter Anwendungsfall von künstlichen neuronalen Netzen, weil es sich um sehr große und komplexe tiefe Netze handelt. Die Anwendung davon, die haben Sie sicher in den Medien schon häufiger gesehen, ist das autonome Fahren oder selbstständige Fahren. Ich habe Ihnen hier mal ein Beispiel mitgepackt, so ein Bus, der demnächst in Deutschland im Einsatz sein wird, der selbstständig und ohne Fahrerpersonen von einem Ort zum anderen bringen würde. Auch verschiedene Autohersteller arbeiten gerade daran, dass ihr Auto sie irgendwann selbstständig von A nach B fährt. Und das ist auf jeden Fall eine sehr spannende und moderne Anwendung der künstlichen neuronalen Netze. Gibt aber auch noch andere Felder, wo man tiefes Lernen bereits erfolgreich schon einsetzt, im Gegensatz zum autonomen Fahren, was ja noch nicht auf dem Markt ist. Und wo man vielleicht auch gar nicht mehr mitbekommt, dass künstliche Intelligenz im Spiel ist. Das ist so in der sogenannten Bildverarbeitung. Sie sehen das hier links, wie mächtig man da mittlerweile eigentlich schon unterwegs ist, wie stark diese Modelle sind.
Es gibt Algorithmen, da können Sie ein Video oder ein Bild hochladen und dann kann das dieses Bild in eine andere Stimmung umwandeln. Also beispielsweise ein Winterbild kann hochgeladen werden und dann macht die KI daraus ein Sommerbild, also wie diese Straße zu Sommerzeiten aussieht. Oder Sie laden ein Sommerbild oder ein Sonnenscheinbild hoch und dann wandelt die künstliche Intelligenz das so um, dass man denkt, an dem Tag hat es geregnet. Oder ein ganz anderer Anwendungsfall. Wir haben hier Google Maps, jeder kennt das, hat es sicher schon mal genutzt. Da gibt es ja auch Satellitenbilder. Und wie kommt Google jetzt von diesen Satellitenbildern zu der klassischen Ansicht, die sie normalerweise haben, also dieser Kartenansicht? Da sitzt kein Praktikant irgendwie da und malt die Satellitenbilder ab oder so, sondern das sind tatsächlich Algorithmen, künstliche Intelligenzverfahren, die Satellitenbilder, die darauf Muster, Strukturen, Häuser, Straßen erkennen und die dann umwandeln in diese Kartendarstellung. Ich habe mal so ein Beispiel, wie stark diese neuronalen Netze eigentlich sind, was da mittlerweile geht. Also es gibt ein Online-Tool, affinlayer.com, können Sie gerne mal vorbeischauen. Wenn man da jetzt hier so eine Skizze von einer Katze hochlädt oder skizziert von oder überhaupt irgendwas skizziert, dann kann das künstliche neuronale Netz anhand dieser Muster selbstständig ein Tier oder was auch immer das darstellen soll, herausrendern. Also hier, wenn ich jetzt dieses Katzenbild dort hochlade, dann kriege ich hier diese Horrorkatze. Gut, mein Input ist jetzt auch beschissen, aber kriegen wir diese mit den rot-blauen Horroraugen und ohne Mund, ist es vielleicht kein besonderlich anschauliches Beispiel, aber zeigt, wie stark diese Tools mittlerweile sind. Also gerade in der Kunst zum Beispiel, wo Designer vielleicht einfache Skizzen von Taschen hochladen und die KI rendert nachher daraus, wie das fertige Produkt, das dann im Laden steht, aussehen könnte. Also gibt es auf jeden Fall sehr spannende Anwendungen davon. Eine andere Anwendung, die ich sehr nützlich finde von diesen Verfahren, ist das Thema Image-to-Image-Translation. Also mit solchen Netzwerken ist es jetzt auch möglich, Bilder in andere Bilder zu überführen. Und im Japan-Urlaub habe ich das schon erfolgreich einsetzen können. Also ich war vor ein paar Jahren im Japan im Urlaub und die Japaner, die können leider so gut wie kein Englisch. Ja, ich weiß nicht so genau, woher das kommt. Ich habe dann auch gegoogelt irgendwie, weil die anscheinend, allein das japanische Alphabet ist irgendwie sehr komplex und hat selber schon 3 Alphabete. Also wenn die, bevor die richtig schreiben können, müssen die erstmal irgendwie mehrere Jahre diese ganzen japanischen Alphabete lernen. Und haben deswegen einfach auch deutlich weniger Zeit für Fremdsprachen. Und deswegen ist es insbesondere in der Elterngeneration, also die können auch im Hotels, konnte da irgendwie keiner richtig Englisch oder gar nicht Englisch. Und wenn man dann in so einem Restaurant sitzt und was zum Essen bestellen will und jetzt nicht in diese Touri-Restaurants gehen will, dann gibt es dort auch keine Karte, die man lesen kann. Ja, also ich kann weder Japanisch noch Chinesisch. Und das war dann echt eine Herausforderung mit dem Handy, mit der Image-App von Google. Ist es dann wirklich möglich, sich so eine japanische Speisekarte in Echtzeit zu übersetzen? Also man macht dann die Kamerafunktion an und hebt die über ein Bild oder über eine Karte oder ein Poster und dann erkennt das die Zeichen darauf und übersetzt direkt. Also hier ist mal so ein Beispiel. Wir haben hier irgendwie Milk Chocolate, ich glaube das ist Dänisch oder so. Und dann tut die KI diese Zeichen in dem Bild erkennen, das Umwandeln in mithilfe von einem Übersetzungsprogramm und das dann wieder zurückrendern und man hat dann in dem Foto eine Übersetzung davon. Und das funktioniert mittlerweile gar nicht schlecht und ist auf jeden Fall eine super Anwendung davon, wie solche neuen Formen der Bildverarbeitung, Textverarbeitung auf jeden Fall einen ganz klaren Nutzen stiften. Es gibt noch weitere Anwendungsbereiche, klar, also nicht nur Spracherkennung und Verarbeitung, wo Deep Learning eine super große Rolle spielt, ist auch im Bereich Gesundheit, der Erkennung von Krebs oder solche Dinge, ja, oder Werbung oder auch im Bereich, das finde ich wiederum sehr spannend, Erdbebendetektion haben sich diese Modelle als sehr, sehr erfolgreich erwiesen, ja. Also Deep Learning ist eine Methode, die eine sehr breite Anwendung zurzeit erfährt. Und der ein oder andere erinnert sich jetzt vielleicht, wenn er jetzt diese Grafik sieht, noch an die Vorlesung zum Thema maschinellen Lernen, das ist schon ein bisschen her, wo wir gesagt haben, irgendwann sind ja alle Modelle recht ähnlich, da gab es ja dieses Paper.
Und das hat allerdings nur oder stimmt nur bedingt, weil mittlerweile wissen wir, dass die künstlichen neuronalen Netze zwar, was Daten angeht, erstmal ein bisschen schlechter sind, aber als klassische Oldschool Machine Learning Techniken, aber wenn die genügend Daten haben, also wenn wir riesige Datenschätze haben, die viel besser diese verdeckten Muster erkennen können und dann, was die Performance angeht, ganz klar diese klassischen Ansätze outperformen. Ja, es gibt, heißt jetzt nicht, dass Entscheidungsbäume oder Regressionen jetzt nutzlos sind, weil wir brauchen ja auch diese großen Datenmengen. Und es gibt auch noch ein paar Sonderformen von diesen Verfahren, beispielsweise Boosting Trees, Gradient Boosting Trees, die eigentlich den neuronalen Netzen in nichts nachstehen. Aber generell kann man sagen, dass diese neuronalen Netze, diese Oldschool-Verfahren, die wir jetzt in Kapitel 6 gemacht haben, outperformen, wenn man ihnen genug Daten gibt. Und dass deswegen diese Aussage, irgendwann sind die Modelle gleich so, dann auch nicht mehr oder sich als nicht richtig erwiesen hat. Und das ist ein besonderes Problem, was auch als AI Quality Gap bezeichnet wird. Ja, Andrew New in seinem Online-Kurs auf Udacity ist es, glaube ich, der erklärt er das sehr gut, weil da sagt er, das Problem ist jetzt, dass diese Daten ein tatsächlicher Schatz werden. Also beispielsweise beim autonomen Fahren oder bei der Sprachverarbeitung braucht man viele Daten, um diese Modelle zu bauen. Und jetzt kleine und mittlere Firmen, die haben diese Daten gar nicht, die können die gar nicht erheben, die haben gar nicht genug Ressourcen, um diese großen Datenmengen zu erzeugen. Und diese großen AI-Giants, wie er sie nennt, Google, Microsoft, Amazon, auch in China mit den Suchmaschinen oder in Russland mit ihrer Suchmaschine, die haben einfach sehr viele Daten. Und können deswegen die künstlichen neuronalen Netze sehr viel besser bauen, als es so ein kleine, mittlere Firmen können. Und das hat den Effekt, dass diese Firmen, egal wenn sie super Leute haben und auch egal wenn sie dann Geld in die Hand nehmen und diese Rechenpower haben, dass sie nicht diese guten Modelle bauen können in bestimmten Bereichen und unter bestimmten Gesichtspunkten, wie es die ganz großen Player in der Branche können, weil die einfach die besseren Daten haben und zeigt dann auch wiederum vielleicht, wie wichtig diese Daten sind und dass Daten eigentlich das neue Gold oder das neue Öl in unserer Zeit sind. Und es hat auch total viel Implikationen. Also wenn wir beispielsweise jetzt an Automobilhersteller denken, die gar nicht dafür ausgelegt sind, viele Daten zu sammeln und die zu verwalten, dass dann auf einmal Firmen, die gar nicht in der Automobilbranche tätig sind, auf einmal viel bessere Modelle bauen können und viel bessere autonome Fahrmodule entwickeln können, als es die Automobilhersteller können, obwohl die eigentlich ja dafür prädestiniert werden, weil die ja schon sehr viele Erfahrungen haben mit dem Fahrzeug und der Entwicklung von Modulen und auch dem Thema Einparkhilfe oder Spurhalteassistent. Die haben da ja super viel Wissen gehabt, aber weil denen die Daten fehlen, wurden die praktisch von hinten links überholt. Was sind jetzt tiefe neuronale Netze? Was ist jetzt tiefes Lernen? Die grobe Definition, es gibt jetzt keine offizielle, aber generell sagt man, wenn man ein neuronales Netz hat, das aus ein oder mehreren Schichten besteht, also ja, hier, dann, also wenn das so, dann ist es ein sogenanntes tiefes Netz. Und das Netz ist, diese Methode, dieses Netz zu trainieren, nennt man dann tiefes Lernen oder Deep Learning. Also wir haben jetzt hier Bild von John McCarthy, sagen wir mal, ja, das würde jetzt aus verschiedenen Pixeln bestehen, ja, sagen wir mal 4 Stück. Und dann würden diese Pixeln einzeln, würde man dann an die Eingabeschicht übergeben. Und diese Eingabeschicht würde dann verbunden sein mit mehreren sogenannten verborgenen Schichten. Und wenn wir davon mehrere haben, dann ist das ein sogenanntes tiefes neuronales Netz. Ganz grob kann man sagen, aber wirklich nur ganz grob, dass diese Schichten dann auch die, ja, Ebenen der Features repräsentieren. Also auf der ersten Schicht haben wir dann so generelle Low-Level-Features, die können dann generalisiert werden. Hier würden dann beispielsweise, was weiß ich, hätten wir die Augen oder den Mund, also sogenannte Komponenten des Bildes erkannt werden, bis wir dann schließlich, was weiß ich, die Stirn und den unteren Bereich des Gesichts hätten. Ja, das kann man generell so sagen, aber das ist auch noch so ein Thema, wie wir dann die verschiedenen Schichten von so einem Netz
wirklich interpretieren können, das ist nicht so ganz klar. Ja, ich habe Ihnen hier mal noch so ein Beispiel mitgebracht für verschiedene Anwendungsebenen, beispielsweise für Hunde. Ja, das sehen wir hier grob das Gesicht oder dann hier die einzelnen Elemente von so einem Hund. Also das ist tatsächlich so immer das Thema, wie wir die verschiedenen Schichten eines Netzes interpretieren können. Ein maßgebliches Tool in dem Kontext ist das so, ist TensorFlow. TensorFlow ist eine Open-Source-Plattform, die wurde vom Google Brain Team, also von Google, entwickelt. Und die ist in C++ geschrieben, hat aber auch ein Interface für Python. Und die ist dafür geeignet, Distributed Computing zu machen, also mit neuronalen Netzen zu trainieren und mit denen zu lernen. Entwickelt wurde das Ding von Jeff Dean. Das ist so ein kleines Genie, der schon ganz viele Projekte bei Google angestoßen hat und im Bereich AI recht viel gemacht hat. MapReduce ist so ein Thema, Disbelief, Datenbanken entwickelt, war bei Google Translate mit dabei. Und der hat auch TensorFlow maßgeblich entwickelt und geleitet. Und das hat sich für ihn auch ausgezahlt, weil er jetzt neulich erst Chef der AI-Abteilung von Google geworden ist. Und dieses TensorFlow, diese Plattform ist eine der wichtigsten Tools, wenn wir tiefes Lernen, wenn wir mit neuronalen Netzen arbeiten wollen. Wer TensorFlow sagt, muss auch Keras sagen. Wieso ist das so? Um einen Einblick in die Welt des Deep Learnings zu bekommen, müssen wir mit Keras oder möchte ich in dieser Vorlesung mit Keras arbeiten, weil Keras den Zugang zu TensorFlow stark vereinfacht. Ja, das ist eine quelloffene Python-Bibliothek für neuronale Netzwerke und die ist entwickelt worden von dem Herrn, den wir hier sehen, um besseren Zugang zu diesem TensorFlow-Framework zu bekommen. Keras war ursprünglich einfach nur ein Frontend mit dem Ziel, eben von diesem TensorFlow zu abstrahieren. Und François Chollet, also dieser Mann, den wir hier sehen, hat das gebaut, um zwischen diesen ganzen Framework, die es da gab, von Theano, von Microsoft, TensorFlow, von diesen Frameworks zu abstrahieren und da einfach ein generisches Frontend zu haben, um mit denen neuronale Netzwerke zu trainieren. Und im Jahr 2017 hat sich dann das TensorFlow-Team entschieden, hey, das dieses Keras-Framework ist so gut, wir bauen das einfach standardmäßig bei uns mit ein. Ja, also Keras wird standardmäßig Teil von TensorFlow. Und das war dann so ein Wendepunkt in der ganzen Geschichte, weil das hat dazu geführt, dass ab Keras 2.2.5 dass dieses unabhängige Keras, ja, dass das praktisch keine Anwendung mehr findet, sondern dass, wenn man TensorFlow programmiert, praktisch das nimmt, was mit TensorFlow ausgeliefert wird. Ja, also es wird mittlerweile empfohlen, von auf TensorFlow Keras zu wechseln und das zu nutzen, was dann in TensorFlow direkt integriert ist. Das war ab TensorFlow 2.0 der Fall. Und mit der Python-Distribution Anaconda wird aktuell TensorFlow mitverteilt. Das ist aber die Variante, die keine GPU-Unterstützung hat, also können wir nicht auf der Grafikkarte mittrainieren. Aber für diese Vorlesung, und weil ich eh nicht glaube, dass die meisten einen entsprechenden Rechner haben, ist es auf jeden Fall sinnvoll, das direkt zu nehmen, was in Anaconda ausgeliefert wird. TensorFlow selber gibt es aber auch, kann man sich runterladen und installieren, auch mit pip, wenn man das aktuellste, neueste haben will. Pip install TensorFlow, können Sie gerne machen, steht zur Verfügung. Ganz wichtig, ein Punkt, wenn Sie das installieren, gerade unter Windows kann es zu einem Fehler kommen und das ist der Fehler, den Sie hier sehen, wenn Sie das installieren. Could not load dynamic library. Ja, und dann wird da dieser kryptische Name genannt und die kann irgendwie nicht gefunden werden. Und das ist ein bekanntes Problem, wenn Sie mit Windows und TensorFlow arbeiten. Und die Lösung für dieses Problem ist, dass Sie sich einen C++-Compiler nachinstallieren müssen. Ich empfehle Ihnen hier den Visual Studio Compiler zu nehmen. Ich habe Ihnen hier auch den Link mit dazu gepackt. Und dann müssen Sie einfach den entsprechenden Compiler nachinstallieren. Und danach sollte das Ganze funktionieren.
Wenn Sie das geschafft haben, können Sie einfache neuronale Netze modellieren mit Hilfe von TensorFlow. Ich habe Ihnen hier mal ein Beispiel mitgebracht. Sie müssen TensorFlow und Keras natürlich importieren und dann können Sie direkt loslegen. Ja, Sie legen ein sequenzielles neuronales Netz an, haben dann hier Ihre einzelnen Schichten, die Sie einfach hinzufügen können und dann am Ende müssen Sie das Modell kompilieren und fertig haben Sie Ihr neuronales Netzwerk. Wir haben jetzt hier verschiedene Aktivierungsfunktionen, die wir natürlich geben können. Wir haben jetzt hier eine 28 Eingabeschicht. Wir können bei der Modellkompilierung noch ein paar Angaben machen, zum Beispiel welches Fehlermaß wir verwenden wollen, in unserem Fall die Accuracy, um nicht zu verwechseln mit der Precision. Die war der Anteil der korrekten positiven Vorhersagen, haben wir ja auch im Kontext Machine Learning Kapitel 6 besprochen. Und dann haben wir hier noch den Optimizer, das ist Gradient Descent. Das sind die ganzen Einstellungen, die Sie da eigentlich haben. Ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Sie können sich dann noch eine Model Summary ausgeben lassen, wie Ihr Modell strukturiert ist. Und das geht mit Hilfe der Summary-Methode. Dann können Sie nochmal einen Blick auf Ihr fertiges Modell werfen. So, um jetzt direkt mal loslegen zu können und auch die ganzen Konzepte, die wir in der Vorlesung zum Thema neuronale Netze gemacht haben, zu wiederholen, gibt es den TensorFlow Playground, den ich Ihnen ans Herz legen würde, den mal näher anzuschauen. Und dazu gibt es dann auch gleich eine Übung. Das ist eine Webseite, die ist verfügbar, playground.tensorflow.org. Und in der Webseite können Sie mit den künstlichen neuronalen Netzen und den Elementen von so einem Netz ein bisschen rumspielen. Also stellen Sie sich das vor, wir hätten jetzt hier unser Beispiel von gerade, das wäre, was weiß ich, wie das so eine binäre Entscheidung, wie ein Auto zuordnen oder so, kaufen, nicht kaufen. Das heißt, blau wäre beispielsweise dann der Daimler, wäre dann der BMW und orange wäre dann beispielsweise der Daimler oder sowas. Und dieses Netzwerk soll es diese zwei Automarken beispielsweise voneinander unterscheiden. Dann so könnten Sie sich das hier vorstellen, das ist ein binäres Problem. Und diese Webseite selber, sprechen wir kurz noch über das Menü. Hier oben haben Sie den Run-Knopf, der Ihnen erlaubt, das Netzwerk anzustoßen und zu trainieren. Sie haben die Epochen, wie lange das Netzwerk läuft, bis es abbricht. Wir haben hier die Aktivierungsfunktion. Aktivierungsfunktion haben wir besprochen, was das ist. Dann haben wir hier noch das Thema Overfitting. Regularisierung ist auch bei neuronalen Netzwerken Thema. Wir haben das im Thema Machine Learning schon diskutiert, warum man das braucht. Und dann haben Sie hier noch das Problem, können Sie verschiedene Machine Learning Probleme auswählen. Das ist ein Klassifikationsproblem oder eine andere Art von Problem. Links haben Sie Ihre Eingabedaten, die Sie dem Netzwerk übergeben wollen. Dann haben wir verschiedene Features, die dann in der Topologie, also in der Architektur des Netzwerkes, Verwendung finden. Sie können jetzt hier festlegen, wie viele Hidden Layers Sie haben wollen, wie die Schichten miteinander verbunden sind und so weiter und so weiter. Und dann haben wir hier unsere Ergebnisse, unsere Ausgabeschicht. Ja? Und die Aufgabe für dieses Kapitel ist jetzt die folgende, dass Sie diese Webseite nutzen und mal probieren, das folgende Problem mit Hilfe von einem neuronalen Netz zu lösen, ja, dieses Machine Learning Problem. Ich habe Ihnen hier mal ein Beispiel mitgebracht, wie das aussehen könnte. Es ist nicht besonders schön gelöst, aber es ist gelöst. Vielleicht finden Sie ja eine schönere Lösung. Und dass Sie mal probieren, diese Vorhersage mit Hilfe des Playgrounds, des TensorFlow Playgrounds zu reproduzieren und zu lösen. Zu guter Letzt noch ein kleiner Hinweis, bevor wir fertig sind mit dem Kapitel, bevor wir abschließen, den ich Ihnen einfach noch mitgeben möchte, ist, dass wir es in diesem ganzen Kapitel sehr oft Analogien zur Biologie bemüht haben. Wir haben oft gesagt, ja, in der Biologie ist das so, das Neuron bildet Gehirnzellen ab. Nein, also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Analogien zwar verwendet haben, aber dass wir bis heute keine Ahnung davon haben, wie Intelligenz funktioniert und wie unser Gehirn funktioniert. Und dass vielleicht gibt es zunehmend Befunde, Wissen und Lernen und Verstehen vielleicht auch ganz anders funktionieren könnte, als wir bisher gedacht haben. Weil es gibt hier dieses Paper, wo Wissenschaftler aus Fadenwürmer Blut entnommen haben und diese Würmer haben gelernt, ein bestimmtes Labyrinth zu lösen und haben dieses Blut dann anderen Fadenwürmern gespritzt und diese waren dann sofort in der Lage,
das Labyrinth auch zu lösen, ohne dass sie es bisher gesehen hatten. Also dass irgendwie Wissen irgendwie anders gespeichert werden kann, theoretisch, als wir bisher denken. Und dass das Thema, wie unser Gehirn lernt, wie wir Wissen speichern, wie wir überhaupt Informationen verarbeiten, dass das ja eigentlich noch ein Rätsel ist. Und dass diese RNA, die in diesem Blut genutzt wurde und übertragen wurde, um Informationen zu kodieren, eigentlich ja erstmal gar nichts mit so Gehirnzellen zu tun hat. Und deswegen meine Bitte, hüten Sie sich immer vor solchen Analogien, wenn es darum geht, Rückschlüsse wirklich zu ziehen. Es ist nett, solche Analogien zu haben und bei der Entwicklung von Systemen, aber bitte glauben Sie es nur nicht, dass das hier der weisheitsletzte Schluss ist und dass wir kurz vor der Entdeckung des, was weiß ich, vor der Singularität stehen, dass die künstliche Intelligenz die Weltherrschaft übernimmt und die Matrix bevorsteht oder so. Nee, wir haben immer noch sehr viele Themen, die unerforscht sind und die wir nicht verstehen und dass Intelligenz durchaus und Kognition viel komplexer sind, als wir vielleicht vermuten. Das ist so das Takeaway, ja. Nichtsdestotrotz sind künstliche neuronale Netze in der Anwendung sehr gut und helfen uns auch, aber es gibt nach wie vor noch sehr viel zu tun und zu entdecken und zu erforschen. Wir wollen jetzt, ich habe es schon angekündigt in der Einleitung, langsam den Kreis schließen und heißt auch im Lectorius dazu hinkommen, dass wir tatsächlich Agenten bauen, die komplexe Probleme lösen können, die arbeiten, die wirklich intelligentes Verhalten, also ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff, aber intelligenter sich verhalten als das, was wir bisher gemacht haben. Das heißt, wir wollen jetzt wirkliche, ja, selbstständige Einheiten programmieren und das heißt auch in dem Lectorial zu dieser Vorlesung wird es jetzt erstmal darum gehen, sogenannte Agenten zu programmieren und das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Lectorial, aber es ist auch natürlich anspruchsvoller als das, was wir bisher gemacht haben. Deswegen verzweifeln Sie an der Stelle nicht, wenn es dann doch ein bisschen kompliziert wird. So tiefgründig programmieren wie in dem Lectorial ist dann in der eigentlichen Klausur eher die Ausnahme. Ja, es kann vielleicht eine ein oder andere schwierige Frage geben auf dem Niveau von dem Lectorial, aber das, was wir jetzt in den Lectorials machen, sowas selbstständig während einer Klausur zu programmieren, das wird nicht erwartet. Ja, das ist mehr für Sie, um die Konzepte und Algorithmen aus der Vorlesung besser anwenden zu können, die zu verstehen und auch Sie zu befähigen, tatsächlich Agenten zu bauen, die in einer Firma, wo Sie vielleicht später arbeiten, im Bereich künstliche Intelligenz eingesetzt werden können. Zu guter Letzt gibt es wie immer auch ein paar Übungen für Sie. In der Vorlesung geht es jetzt wie im Lectorial darum, den großen Kreis zu schließen. Das heißt, lesen Sie insbesondere die Kapitel 1.3 und 18.7 von Russell und Norvig und probieren Sie die insbesondere unter dem Gesichtspunkt nochmal zu lesen, wie neuronale Netze funktionieren und welche Rolle sie im Feld künstliche Intelligenz gespielt haben. Im nächsten Kapitel, in der Vorlesung 8, das ist jetzt die, wenn man so will, letzte nochmal große theoretische Vorlesung, wo es um Algorithmen und Konzepte geht, wollen wir jetzt die letzten Sachen noch lernen, die wir brauchen, um wirkliche, ja, intelligente Agenten zu bauen. Das heißt, wir werden uns mit Themen Wahrscheinlichkeit, nicht-deterministischen Agenten, aber auch mit Themen wie generative Modelle beschäftigen. Und damit nähern wir uns dann auch so langsam dem Ende unseres AI-Roadtrips. Das heißt, wir werden dann auch wieder dort ankommen, wo wir losgelaufen sind, nämlich beim Thema Agenten und AI und werden aber um sehr viel Erfahrung reicher sein, hoffe ich doch. Und der eine oder andere wird vielleicht auch eine schöne Urlaubserinnerung mitgenommen haben, ein paar schöne Fotos oder Andenken gesammelt haben. Und ich bin da ganz guter Dinge, dass auch wenn sich das Ganze jetzt langsam dem Ende nähert, dass wir hier einen sehr schönen Kreis dann, also einen sehr schönen Abschluss finden werden und Sie auch dann in der Lage sind, tatsächlich die Konzepte aus der Vorlesung anzuwenden. Coding-Exercises für die Vorlesung sind im Kapitel 10. Das ist ein sehr schönes Programmierbeispiel, was ich Ihnen auch ans Herz lege, sich das mal näher anzuschauen. Sehr schönes Praxisbeispiel. Und ansonsten sehen wir uns in der Vorlesung 8 wieder, beziehungsweise im Lectorial. Freue mich drauf. Bis dahin.